Hey Leute und damit willkommen zum großen Finale des Crown Down Events live aus Berlin. Das ist eines der größten Clash Royale Events aller Zeiten, bei dem vier Creator Teams gegeneinander antreten und um den Sieg kämpfen. Und heute wird sich entscheiden, wer der Gesamtsieger ist. Und auch mein Team ist eben dabei. Könnt also gespannt sein, wie das Ganze laufen wird. Und ich würde sagen, an der Stelle schon mal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke für jeden Support und euch jetzt viel Spaß mit den ganzen Highlights zum kompletten Event. Let's go! Moin, willkommen zu diesem wundervollen und extrem großen Stream live aus Berlin. Wir sind hier mal wieder nicht allein. Ihr habt diese Kulisse schon mal vor 2 Wochen gesehen, denn wir haben heute das große Finale des Clash Royale Crown und eines der größten Clash Royale Events 2021. Mit an meiner Seite ist der gute Mickey, auf dessen Kanal wird das Ganze auch gestreamt. Richtig, beim letzten Mal war ich ja Gast bei dir. Ja. Jetzt ist auch hier bei mir die Action. Heute ist das Finale. Und ich zeige mal heute den Pros, wie man Clash Royale spielt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir haben aber natürlich auch noch einige weitere Gäste am Start. Wer die Show beim ersten Mal schon gesehen hat, der kennt die Besetzung. Wir haben hier heute 4 Teams am Start. Wir beginnen tatsächlich mal mit deinem Team, Mickey. Mhm. Du hast noch die gute Lunaria an deiner Seite. Das ist richtig. Wir hatten beim letzten Mal ja jetzt nicht so viele Siege, aber dafür waren wir in Charade sehr gut. Das ist richtig, ja. In der Challenge, wo es keine Punkte gab, wart ihr die Besten. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Also ja. Ich gehe davon aus, beziehungsweise es ist zumindest der Plan, dass wir heute zumindest ein Game gewinnen. Genau. Das haben wir uns vorgenommen und zumindest mal ein paar Punkte holen. Aber ich sehe da, also wir haben uns jetzt so unglaublich gut vorbereitet, ich sehe da gar kein Problem, dass das heute kriegen das hin. Ja, safe. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Direkt im krassen Kontrast zu eurer letzten Performance sind eure beiden Sitznachbarn zu rechnen. Und zwar haben wir da Flobby und Morten. Ihr habt beim letzten Mal komplett alles rasiert und auch, aber dazu kommen wir gleich noch, jetzt in der Community Challenge sehr, sehr gut abgeräumt. Ja. Herzlich willkommen. Auf jeden Fall nice, dass wir wieder dabei sein können. Danke für euren Support. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür und wir wollen euch heute mal wieder was Geiles zurückgeben. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin froh, wieder hier zu sein. Die Community hat geliefert. Heute liefern wir wieder. Ich denke, das wird laufen. Ich freue mich. Ja, da war auf jeden Fall das Gameplay, das ist mal besser als euer Redeanteil heute. Aber machen wir mal weiter mit Team 3. Das ist Jonas und Kitty Psycho, auch wieder am Start. Ja, erstmal vielen Dank für den Support. Also ich habe schon mitbekommen, dass ihr fleißig für uns Kronen und Punkte gesammelt habt. Und ja, wir sind mal gespannt, wie es heute laufen wird. Ja, genau. Aktuell sind... erstmal hi, ich bin Kitty Psycho. Aktuell sind wir auf Platz 2 und wir hoffen sehr, dass wir natürlich den zweiten Platz noch gut verteidigen können. Und vielen Dank an alle für euren Support. Ja, und dann natürlich als letztes Team, beziehungsweise last but not least natürlich, ich zusammen mit meinem Community-Partner Mick, der sich eben in meiner Community-Auswahl durchgesetzt hat. Wir haben letztes Mal auch eine sehr, sehr gute Performance gemacht. Mick, wie geht's dir heute? Hast du Bock? Ja, mir geht's auf jeden Fall sehr gut und ich hoffe, dass wir wieder so abliefern können wie letztes Mal. Ja. Ja, letztes Mal sind wir tatsächlich Zweiter geworden innerhalb dieser Challenge hier beim Live-Event. Heute wollen wir tatsächlich auch nochmal Tagessieger werden. Aber bevor ich in die Challenges gehe, bevor wir nochmal uns anschauen, was in den letzten 2 Wochen mit euren Spielen so passiert ist, gebe ich natürlich nochmal kurz ab an unsere beiden Caster, die auch heute wieder am Start sind, den guten Jona und Bicep. Ja, vielen lieben Dank, Big Spin. Wir werden heute euch wieder ein bisschen durch den Abend führen und ich bin sehr gespannt, wie ihr heute performen werdet, ob vielleicht Lunaria und Mickey ein bisschen aufholen können und ob vielleicht Morten und Flobby auch ein bisschen schwächeln, das weiß man natürlich noch nicht. Wir haben ja in den letzten 2 Wochen, also praktisch seit Start des Events, tatsächlich euch gehabt als unsere Unterstützer, denn ihr konntet euch auf der Seite crowndown.de für eines der Teams eintragen. Also wir hatten 4 Farben und ihr habt ja gerade die Teams schon gehört. Hier sehen wir die Karte, wie das Ganze tatsächlich gelaufen ist. Man kann ganz eindeutig erkennen, dass Team Flobby und Morten hier komplett dominant sind mit Abstand. Wirklich hier die ersten in diesem Wettbewerb. Das heißt, Props gehen auf jeden Fall an euch beide raus. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht für eure Community. Man muss sagen, meine Community, wir haben leider nur ein einziges Fake-Goal von diesem Ganzen. Aber wir haben natürlich hier die nördliche Hauptstadt da oben. Von daher versuchen wir heute auf jeden Fall auch nochmal Punkte zu bekommen. Ihr seht also das Ganze definitiv hier ein sehr interessanter Anblick. Wir werden sozusagen heute das Event mit der Show beenden und nochmal einen Tagessieger krönen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt bereits im ersten Spiel rauskommt. Ja, Big Spin, vielen lieben Dank für diese super Erklärung. Besser hätte es nicht funktionieren können. Und bevor wir mit dem ersten Spiel starten, werden wir noch einen kleinen Blick auf die verschiedenen Teams werfen. Und dafür haben wir super Grafiken für euch vorbereitet und schauen dort auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten können sich nämlich die ersten beiden Teams schon mal auf ihre Plätze bewegen. Genau, hier haben wir Team Rot mit Big Spin und Mick. Haben hier einmal die Lieblingskarte und den Trophäenrekord auch mit eingebaut.
Dann kommen wir zum nächsten Team. Da haben wir Team Blau mit Morten und Flobby. Ja, wir haben schon gehört, Morten und Flobby haben ordentlich vorgelegt. Sehr vorgelegt. Das wird sehr schwierig. Team Grün, Jonas und Kitty. Ja, Lieblingskarte der Buddler. Man kennt ihn, Kitty. Super. Und zu guter Letzt Team Gelb mit Miki und Lunari, welche heute, wie wir gehört haben, mindestens ein Spiel gewinnen wollen. Mal gucken, ob das passiert. Eine Ansage. Ich bin guter Dinge auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn Charade wieder dabei ist, Charade ist gefährlich. Wir haben einige Spiele wieder vorbereitet und können eigentlich auch direkt zu Spiel 1 kommen. Das erste Spiel, Promille-Brille. Die eine Brille haben wir ja letztes Mal schon im Einsatz gehabt, diesmal noch eine andere Brille. Es gibt also quasi eigentlich, das ganz normale Decks werden gespielt, aber mit dem kleinen Zusatz, dass quasi beide Spieler eine Brille tragen müssen. Die eine spielt die 90-Grad-Brille und die anderen diese, ich sage jetzt mal, Promille, verschwommen Brille, bisschen so, bisschen... Man fühlt sich ein bisschen angetrunken. Ja. Aber wir sehen es ja auch gerade. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig damit zu spielen. Und dann haben wir noch ein kleines Extra. Diese Extras werden wir heute den ganzen Abend noch ein bisschen haben. Nämlich Team Blau hat ja so vorgelegt beim letzten Mal und auch von den Punkten von der Community, also wirklich sehr, sehr abgeliefert. Deswegen haben sie heute immer so ein kleines Handicap. Und auch bei dieser Challenge gibt es ein kleines Handicap. Nämlich sie müssen noch zusätzlich das iPad querstellen und dann überleg mal, 90 Grad Brille oder halt quasi die angeschüpft Brille und dann noch quer, das ist schon ziemlich kompliziert. Wird auf jeden Fall lustig. Und sie drehen gar nicht den Kopf, sie lassen den Kopf gerade, also wirklich sehr advanced. Mal gucken, was sie für Technik spielen haben. Ja trotzdem quasi umgekehrt, ne? Das ist echt heftig. Und wir sind im ersten Spiel drin und schauen rein. Wir sehen direkt den Lava-Hund bei Flobby und Morten. Sehr, sehr aggressiv, wie direkt an die... Dazu noch den Fischer und die Hexenmutter. So. Feuerball kommt drauf und der trifft da einiges. Der trifft da einiges und jetzt haben wir hier wirklich nur... Hätte der noch die zweite Hexenmutter getroffen. Das ist natürlich schwierig, da auch gut zu treffen, ne, mit diesen Brillen. Ja, das stimmt. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man echt rumprobieren. Aber wir sehen, Hexenmutter räumt da ganz gut auf, trotz alledem ein bisschen Damage. Also 1700 HP gerade. Da braucht dann Holz. Die defensive Fischer hilft mit, aber auch der Fischer zieht sich ran. Also ist auch Damage. Darf man nicht unterschätzen. Und jetzt haben wir hier Doppel-Roll Ghost auf der rechten Seite. Doppelter Roll Ghost. Ja, also Brickspin und Mick machen auf jeden Fall schon mal ebenfalls ganz guten Damage. Gehen in Führung, muss man so sagen. Sehr, sehr stark. Okay. Sind halt auch nicht doppelt gehandicapt, muss man dazu sagen. Ja. Und es scheint so, als würden sie dasselbe Deck spielen. Schauen wir mal. Das ist momentan auch sehr, sehr stark. Zumindest bis jetzt einige Karten doppelt. Und jetzt kommt der aggressive Royal Giant. Koboldkäfig dazwischen. Sehr wichtig. Das war gut, das war wichtig. Und der Hunter eventuell ein Hit. Nein, ganz knapp nicht. Aber super. Wäre natürlich nochmal wichtig geworden. Sehr, sehr stark gedurft. Okay. Jetzt wird es hier aber langsam eng. 706 HP hier noch auf dem Tower. Jetzt der Lava-Hund. Wieder der nächste Push-Aufbau, sage ich mal, von Flobby und Morten. Kommt auch hier Mutterhexe. Wieder ein bisschen Damage am Tower. Aber der Feuerball schmeckt natürlich wieder gewaltig. Roy Ghost ist rechts durch, darf man auch nicht unterschätzen. Jetzt haben wir hier noch die Skelett-Sachen. E-Magier ist in der Defensive. Es wird Damage. In Ordnung, doppelter E-Magier. Fischer geht dadurch down. Kampfholz noch mit drauf, aber wenn zwei E-Magier überleben, dann hat der Lava und eigentlich auch nicht so gute Chance. Aber gute Pfeile. Extrem gute Pfeile. Jetzt wieder die Hexenmutter. Kontinuierlicher Druck gerade. Ja, der Feuerball. Also der Feuerball ist wirklich essentiell wichtig gegen die Hexenmutter. Diesmal war auch gut getroffen. Vorhin haben wir gesehen, ein bisschen Schwierigkeit noch gehabt mit der Brille. So, aber auch da, Feuerball auf die Flugmaschine. Aber das Schweinchen ist dran und das ist full life. Das darf man nicht unterschätzen. 358 HP. Das gibt es nicht. Kampfholz nochmal. Trifft den Fischer. Wieder das nächste Schweinchen. Oh mein Gott, 170 HP. Da reicht der Feuerball. Und da kommt der Feuerball. Da kommt er. 15 Sekunden. Das müssen sie verteidigt bekommen. Flobby und Morten müssen jetzt hier alles reinwerfen. Nochmal der Royal Giant. Doppelter Royal Giant. Das können sie schaffen. Sie machen das wirklich so gut. Sie verlieren zwar ihren Turm jetzt, aber es ist komplett egal. Big Spin und Mick. Oh mein Gott. Big Spin und Mick rasieren hier. Gehen 1-0 in Führung. Ja, den Wildcard-Spieler, ich habe schon ein paar Mal gesagt, den Wildcard-Spieler dürfen wir nicht unterschätzen. Dürfen wir nicht unterschätzen, das ist ehrlich. Absolut gutes Spiel hier auf jeden Fall von euch beiden. Super, dann springt gerne ins Spiel. Guck mal, Kitty sieht auch, das sieht aus, als wenn es dem Auto gehören würde. Ja. Das ist wirklich super. Ja, so sieht das aus mit den guten Brillen. Also und man muss jetzt sagen, hier muss keiner das iPad quer haben. Also die können jetzt ganz normal spielen, ganz entspannt. Was heißt ganz entspannt? Ganz entspannt. Aber wir schauen mal rein. Dann schauen wir mal ins Game.
Und da sehen wir schon. Das Handicap fällt weg. Wir dürfen nicht vergessen, Team Blau hat den ganzen Abend über ein Handicap. Ja, guck dir mal Mickey an. Mal schauen. Herr Mickey, also die zucken der Augenbrauen, ne? Feuerrote Haare und diese Brille dazu, das ist wirklich... Der Blick. Das ist wirklich super. Und wir, schau mal, ja, mir gefällt der Blick auch. Oh Mann. Okay, auch hier sehen wir jetzt wieder einen Royal Giant und einen Elektro-Riesen, okay, auf der rechten Seite. Und wir haben wieder den unsichtbaren Royal Ghost. Royal Ghost, genau. Auf beiden Seiten. Meinst du, die haben das gehört oder meinst du, das war vorher schon in den Decks? Weiß nicht, ob die das jetzt mitbekommen haben. Okay. Oh, guck mal, der wird hier rumgezogen von links nach rechts. So. Und gut verteidigt hier erstmal. Okay, ja. Und guck mal, das ist oben richtig viel Damage. Oh, da ist er. Ja, das ist das Einzige. Das ging jetzt sehr, sehr schnell. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Guck dir mal die Decks von Kitty und Jonas an. Die kommen mir äußerst bekannt vor. Ein bisschen. Wer hat die denn gerade wohl gespielt? Also Kitty und Jonas haben sich da ein bisschen an den Gewinnern orientiert, würde ich mal behaupten. Meinst du, die haben das mitbekommen? Ja. Dann wäre schon ein Five-Head-Move. Das wäre wirklich krass. So, Magic Archer ist dran. Ist jetzt aber nicht so viel Damage. Also wirklich richtig, richtig guter Start für Kitty und Jonas. Bei Lunari und Mickey hakt es ein wenig gerade. Mal schauen. Aber jetzt guck dir das mal an. Lunari so ein bisschen zurückgelehnt, Mickey so komplett Vollkontakt mit dem iPad, das ist schon Gold. Giant jetzt an die Brücke. Ich weiß nicht, ob das der Way to go ist. Also, guter Feuerball. Ja, das muss man den connected Hit. Es ist ein Hit. Es ist halt ein Giant-Henker-Push. Ich weiß nicht. Weißt du jetzt nicht, ne? Ob das so... Weiß ich nicht. Kriegt man damit... Jetzt nochmal so ein Roy Giant an die Brücke, ob der jetzt wirklich... Aber man muss auch einfach sagen, Kitty und Jonas haben halt auch wieder den Fischer. Also sie könnten zur Not auch einfach mal einen Giant an den King Tower ziehen oder auch den Elektro-Riesen. Das stimmt. Also die beiden Fischer in diesem Deck sind wirklich richtig, richtig wichtig hier. Und wir sehen, das ist jetzt hier schon fast das 2:0. Also Kitty und Jonas mit einem ganz soliden Auftritt hier. Absolut krass. So, Mickey sagt, er hat das Gefühl, dass die anderen ohne Brille spielen. Das ist... Ja, das kontrollieren wir ja die ganze Zeit. Das würden wir auf jeden Fall... Zum Glück haben wir die Facecams eingeblendet. Genau. Also hier wird nicht gecheatet. So. Doppelter Royal Ghost gegen den E-Giant. Hunter nochmal mit dazu. Aber das sehen wir halt auch wieder die Macht des Fischers. Fischers, wird Wahnsinn, gar nicht getroffen vom Feuerball. Also Doppelfischer. Ich glaube, Mickey hat gar keinen Bock mehr. Das feiert jetzt nicht so. Mickey hat keinen Bock auf den Fischer, hören wir hier. Ja, der Fischer ist gefährlich. Und schon mal Doppelmutterhexe. Okay. Sehr, sehr stark. Also wieder eine absolut solide Defense. Ganz stark gemacht. Das ist wirklich, wirklich stark. Guck dir mal diese zwei Mutterhexen an. Wir sehen halt hier wirklich den einzigen Unterschied in den beiden Decks von Kitty und Jonas. Hunter und E-Magier, das ist der einzige Wechsel. Und das ist auch ein sehr schlauer Wechsel, muss man einfach sagen. Doppelt Hunter oder doppelt E-Magier wäre nicht so krass. Aber das haben sie wirklich gut gemacht und sehr gut auch bei Bigspin und Mick dran orientiert. Und das, da bin ich jetzt gespannt. Also Jonas und Kitty mit dem ersten Sieg hier und das total souverän. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne rüberkommen. Ja, da müssen wir mal nachfragen. Promillebrille, nicht so deins, Mickey, sagst du? Doch, ist eigentlich meins, ist in Ordnung. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, ob der Fischer generell sehr stark ist gerade, aber in dieser Challenge, bei der Promillebrille, ist der Fischer die beste Karte. Weil du konzentrierst dich so auf einen Punkt mit der Promillebrille und dann kommt der Fischer, zieht die Kreatur raus. Du bist völlig blind, du weißt gar nicht, was die Kreatur ist. Aber eine ganz, ganz wichtige Sache. Was habt ihr euch bei den Decks gedacht? Also... Habt ihr das gesehen? Habt ihr das kopiert? Oder nee, also die Decks haben wir uns vorher schön zusammengebaut, extra abgestimmt. Ah, ja klar. Wirklich jetzt? Nein. Ja, wir haben ja... Doch, natürlich. Ich würde sagen, wir fangen langsam an mit dem zweiten Spiel. Grün und Blau kann sich langsam fertig machen, schon mal auf die Plätze begeben. Und dabei sage ich, was es geht. Ihr kennt wahrscheinlich das Spiel vom letzten Mal. Das ist nämlich die 1-8 Elixier-Challenge. Sehr, sehr interessant. Also man braucht quasi von jeder Elixierstufe eine Karte im Deck. Und das war letztes Mal... Also ich fand das so richtig cool. Mal gucken. Mega gut. Und vor allem, jetzt haben sie es ja schon mal gemacht. Sie haben ein bisschen Erfahrung. Sie wissen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und wir haben auch wieder ein Handicap eingebaut für Team Blau und es ist nämlich, dass die 8 und 7, genau. 8 und 7 darf vom Team Grün entschieden werden quasi. Also noch so ein kleines Handicap, dass sie nicht jedes Deck sich bauen können, sondern da noch mal ein bisschen Einschränkungen haben. Aber von 1 bis 6 quasi können sie jegliche Karte. Genau. Welche Karten möchtet ihr abgeben? Oder es war... Wir bannen den Lava-Hund und den E-Giant. Nee, nicht bannen, sondern was ihr in deren Deck packen möchtet. Ja, das packen wir. Ach so, okay. Ach so. Ja. Willst du denn... Ich wollte bannen. Ach so, dann packen wir... Dann Golem bannen? Herr Golem rein? Statt E-Giant? Ich bin nur 2. Also dann Lava-Hund und Golem rein. Okay. Gehen wir rein. So.
nächstes Spiel. Morten und Floppy wissen ja schon so ein bisschen, was kommen wird, ja. Die sind ein bisschen... Da ist er auch gleich. Genau, ja. Golem und Lava und direkt aufs Feld. Wir haben den Elektrodrachen. Ich liebe den Elektrodrache. Das ist meine Favorite Card. Der ist wirklich stark. Aber eine der ersten Karten, die ich gemaxt habe, nur mal so zu einer Fun Fact. Ja. Sehr gut, aber man muss auch bedenken, 6 Elixier, da hätten wir beispielsweise den Lightning. Und der Lightning wiederum ist halt der absolute Hardcounter gegen den Elektrodrachen und auch zum Beispiel gegen den Inferno-Drachen. Wir haben jetzt auch wieder den Inferno-Turm, das haben wir letztes Mal nämlich schon gesehen. Die Inferno-Karten sind wirklich sehr brutal in diesen Spielen. In diesem Challenge, ja. Weil du eben so teure Karten spielen musst, du hast ja gar keine andere Wahl. Genau. Und die spielen den Inferno-Drachen, ja, haben wir, ist auch sehr, sehr stark. Ja, aber das sind jetzt beides eigentlich relativ souveräne Verteidigungen. Aber ganz gut verteidigt, ne, mit dem Päcker. Ja, aber dass wir halt noch Päcker und 2 Drachen auf dem Feld haben, das darf man auch nicht unterschätzen. Weil das Mega-Minion jetzt erstmal einen guten Job macht. Poison kommt drauf, dann geht der E-Drache down. Das ist ein ganz schön starker Push. Frage, ob der Inferno-Drache überleben kann. Das wäre nochmal wichtig. Lightning kommt drauf auf die Elite-Barbaren. Die sind direkt Geschichte. Und das war schon mal guter Damage. Hunter überlebt. Wie clearen sie, dass sie noch gedefft haben? Mhm. Sah erstmal ein bisschen... Sah gefährlich aus, ne? Ja. Gefährlicher, als wie es dann doch war. Okay, Mauerbrecher. Mit rein. Bald damit die Lieblingskarte. Oh, der trifft es. Oh, da muss doch mal der Tornado kommen. Und das tut richtig weh. Das waren jetzt einfach 6 Elixier gegen 2 Mauerbrecher quasi. Hm? Weil der Turm nämlich den Hunter getargetet hat. Lehnt sich hier zurück. Er wartet, bis ein bisschen mehr Elixier wahrscheinlich hat. Ja. Morten muss erstmal hier Elixier. Er dehnt sich ein bisschen. Jetzt kommt der Riesenpush wahrscheinlich. Und da kommt da wieder der Golem. Auf die linke Seite. Und dann gleich die Antwort. Ja, auch der Golem in die linke Seite. Warum nicht, ne? Äußerst interessant. Macht man schon mal keinen Fehler. Und es ist nämlich das Ding, weil Kitty und Jonas haben den Inferno-Drachen. Ja. Damit können sie den Golem direkt in der eigenen Hälfte ziemlich schnell down bekommen, wenn sie ihn denn jetzt auch spielen. Und Floppy und Morten haben den Inferno-Turm. Und jetzt kommen wir wieder zu der Thematik, die ich gerade hatte mit dem Lightning. Der Lightning ist nicht nur stark gegen zum Beispiel Inferno-Drachen und auch Elektro-Drachen, sondern auch gegen den Inferno-Turm. Die Rekruten waren unfassbar gut. Ja, war stark. Und auch das Erdbeben war gut jetzt. Unfassbar gut, weil der Golem somit auch einfach mal durchkommt. Lightning kommt drauf, auf den Sparky, der geht down, ganz wichtig, Elektrodrache kann nicht überleben und jetzt fehlt da irgendwas. Du hast ja noch gesagt, Lightning, eine wichtige Karte hier eigentlich in diesem Matchup. Total. Und jetzt hast du es gesagt und wir sehen, wie stark sie hier wirklich war. Ja. Doppelt Bomber gegen die Mauerbrecher, sehr wichtig, keiner connected. Miner kommt durch, defensiver E-Spirit, der trifft da wirklich alles. Und der E-Giant ist schon wieder auf dem Weg Richtung Turm, kommt aber nicht wirklich durch. Es ist total ausgeglichen, also wirklich krass. Jetzt Elite Barbaren, doppelte Kanonenkarre. Ah, eine Geschichte. Rekruten halten das erstmal wieder gut auf, aber der Sparky kann da auch ziemlich... Der Sparky ist natürlich auch übel jetzt. Ja, aber jetzt sind wir wieder beim E-Drachen und der Lightning drauf und alles ist down. Also das meine ich. E-Drache und Lightning machen wirklich guten Damage und auf der rechten Seite haben wir die Rekruten gesehen, die da einfach nebenbei den Turm mal richtig krass runtergechippt haben. Sehr, sehr krass. Komplett unterm Radar, bisschen Damage hier gemacht. Ja, und jetzt haben wir hier... Oh, starker Miner. Starker Miner, dadurch sind die Mauerbrecher connected. Darf man auch nicht unterschätzen. 1000 HP jetzt hier. Oh, da kommt noch ein bisschen Damage. Ja, der Hunter wird auch nochmal einen Hit bekommen. Sieht echt gar nicht schlecht aus, ja, die Rekruten. Morten. Aber die Rekruten müssen was machen. Was machen sie da? 666 HP und der Lavahund ist dran. Und da ist dran. Der Turm fällt. Der Turm wird fallen wahrscheinlich. Ja, und dann ist das Ding hier durch. Oder sie kriegen den E-Drachen, E-Giant dran. Das ist die Frage. Aber Mauerbrecher sind dran und das war's. Das war's. So. Okay, 1-0 für Floppy und Morten. Also es war nochmal eine knappe Kiste hier zum Schluss, aber es hat gereicht. Und da würde ich echt liebend gerne mal nachfragen, was sagt ihr zu euren 7 und 8 Elixierkarten? War das schlecht, war das gut, was würdet ihr sagen? Also es war definitiv nicht so einfach wie der Crown-On für unsere Community. Es war tatsächlich echt nicht so leicht damit zu spielen, weil wir hatten halt Doppel-Lava und Doppel-Golem und die hatten halt Inferno-Dragon, E-Dragon gegen unseren Sparky. Wir hatten kaum Luft-Backup, um den Lavon zu supporten, dann hatten die im Boden halt noch einen Packer. Also das ist halt, es war schon schwierig, aber wir haben uns irgendwie durchgeschwitzt. Eine Frage, eine wichtige Frage an Jonas und Kitty. Der letzte E-Giant auf der rechten Seite, euer Turm hatte 666 HP, der Lavon connected und ihr geht auf der rechten Seite rein. Ja. Dachtet ihr kriegt den Lavon erst noch verteidigt oder dachtet ihr, ihr bekommt schneller den Turm auf der rechten Seite als der Lavon? Gute Frage. Besser wäre es gewesen, hätten wir statt den Rekruten den Inferno-Turm gespielt, sodass der Lava-Hund eben nicht an unseren Turm kommt. Aber dann waren ja die Rekruten da und dann dachten wir, komm, wir müssen da jetzt irgendwie rein, vielleicht reicht das ja noch, aber hat es ja leider nicht und jetzt ist es so, wie es ist. Schade. Jonas, du stimmst dazu? Ja, habe ich verkackt. Oh. Waren das deine Rekruten?
Ja, waren meine. Ah, die Deckwahl war sehr gut. Die Deckwahl war sehr gut, aber ihr habt schlecht umgesetzt. Ja, die war echt gut. Dann ja, kann nicht immer alles klappen. Ja, okay. Dann müssen wir mal schauen. Wieder der Golem aber und die Rekruten. Also, das ist halt so das Wichtigste quasi, diese Karten. Bei 7 und 8 Elixier echt gut aufzupassen. Aber was ich wirklich krass fand, war halt der Lightning. Aber da konnten sich Jonas und Kitty natürlich auch gut drauf vorbereiten. Muss man einfach dazu sagen. Und jetzt schauen wir rein. So, erster großer Push mit Doppelhexe. Magier trifft da jetzt erstmal... Doppelhexe, interessant, ne, der Pick. Okay, Rekruten. Aber die Rekruten rechts machen schon richtig guten Damage im Rage. Oh, ich sehe es ja jetzt erst mit Rage. Holen gefühlt den kompletten Turm. Elite-Barbaren am Start, das ist das Einzel für Lunario und Mickey. Das gibt es nicht. Das hat der Magier lebt da immer noch? Ist guck mal, was da... Das war jetzt zu viel für mich. Guck mal, wie viel Damage da auf dem King Tower ist. Das gibt es nicht. Lunario und Mickey gehen hier auf 3 Kronen. Die Elite-Barbs wurden komplett unterschätzt. Ja. Also wir haben 3 Rekruten, 2 Elite-Barbaren und die haben einfach alles gemacht. Aber jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt kommt nämlich derselbe Move von Big Spin und Mick. Auch die Elite-Barbaren im Rage. Oh Gott. Ja, und jetzt liegen Big Spin und Mick wieder vorn. Das ging schnell. Die Elite-Barbaren im Rage sind auch einfach schnell. Von daher vollkommen nachzuvollziehen, dass wir hier... Ja, wenn es jetzt so eine Ping-Pong-Geschichte wird, dann theoretisch würde wieder Lunari und Mickey das hier gleich machen, dann würden sie, wär das Spiel schon durch. Ne? Es ist halt die Frage, ob sie sich jetzt für die 3 Kronen oder doch für die 2 Kronen entscheiden. Das ist immer so eine knifflige Situation, irgendwie gleichzeitig zu verteidigen und auch selber anzugreifen. In der Situation? Nämlich den Golem auf der rechten Seite. Und das ist nämlich das Ding, was ich meinte. Golem jetzt rechts, die Elite-Barbaren waren leider gar nicht gut, weil die komplett am Golem abprallen. Und eigentlich, genau, jetzt sollten nämlich auch die eigenen Rekruten kommen. Die Nachthexe kümmert sich da ein bisschen um die Elite-Barbaren. Das war gut nochmal. Das wird jetzt auch ein guter... Ah, der Nedo. Aber sie kriegen es halt verteidigt. Und auf der linken Seite ist halt wieder was. 2 Rekruten und eine Hexe und jetzt der Klonzauber. Oh, nochmal der Klon. Jetzt ist die Frage, sie brauchen den Nedo oder den Poison. Ganz, ganz wichtig. Und ist da was? Nicht aufs Feld. Und da kommt der Überraschungseffekt. Oh. Da kommt der Überraschungseffekt. Sehr, sehr stark. Krass. Also Mickey und Lunari auf jeden Fall... Ein wenig überrascht hier. Sehr krass. Kommt gerne zu uns rüber. Also Big Spin strahlt. Klon noch. Big Spin ist glücklich. Es hat funktioniert scheinbar. Der Klon einfach. Der Klon wild. Schade. Ja, weil ja, die halt nicht mehr rausbekommen, was eine Scheiße. Und von Big Spin läuft's, würde ich sagen. Ja. Das ist der zweite Sieg, Big Spin. Das ist der zweite Sieg, ja. Ich bin überrascht. Also ich muss sagen... Kann ich schon mein Fazit geben? Ja, na klar. Ja, wenn du möchtest. Ja, also ich muss sagen, wir wurden ein bisschen überrumpelt von diesem ersten YouTuber-Mach-Busch. Wir haben gedacht, was geht denn da jetzt ab? Einmal kommt da ein Rage rein und unser Halber King Tower fällt. Also da hätten wir mit ein bisschen Pech das Game auch direkt verlieren können. Ja, das war so ein bisschen der Plan, ja, auf den Überraschungseffekt zu gehen. Aber ja, hat uns wirklich auch gut überrascht, aber am Ende können wir es trotzdem noch gewinnen. Ja. War eine gute Runde auf jeden Fall. Also wir hatten ein bisschen Zweifel. Ich würde sagen, wir bereiten uns langsam für Spiel 3 vor und Team Rot und Grün könnte sich schon so langsam mal ready machen, auf die Plätze begeben. Dann könnt ihr euch ein bisschen nach vorne setzen. Schön auf die Couch zu uns. Komm mal zu uns hier. Genau. Komm mal ran auf den Meter. Auf geht's grün. Können wir noch ein bisschen ausquetschen. Ausquetschen? Ja. Ja, dann schauen wir uns mal das nächste Spiel an. Das ist nämlich, das ist eine ziemlich wild. Das Spiel heißt Finger weg und bei dem Spiel ist es so, der Name erklärt eigentlich schon das Spiel, man darf quasi ohne die Finger muss man spielen. Man kann theoretisch die Nase, den Ellbogen, die Stirn, also ihr könnt da wirklich kreativ werden, man kann da alles einsetzen, aber halt nicht Finger. Genau. Und da wird es auch später noch ein lustiges Extra geben, aber da möchte ich jetzt nicht spoilern, das wird nochmal ganz super. Wild bei Team Blau. Da freue ich mich drauf. Ja, das wird euch gefallen. Perfekt, super. Es geht los und wir springen ins Spiel. Jetzt schauen wir uns, jetzt müssen wir auf die Facecams natürlich ein bisschen. Oh Gott, da wird zur Nase gegriffen. Also Kitty probiert Nase, wir gucken uns mal die Decks an. Big Spin nimmt hier so die, was macht er denn? Ah, mit Ballen? Mit dem Handballen und mit der Zunge anscheinend. Die Zunge ist sehr wichtig. Guck mal die Zunge an, die ist wichtig. Die Zunge bei Big Spin. Oh Gott, was war das denn? Was war das für ein Feuer bei Big Spin? Ja, der war gut. Hilfe! Und unser Wildcard-Spieler macht es mit dem Ellbogen. Das haben wir ja auch schon gedacht, dass das ganz gut ist. Okay. Es ist ganz, ganz Jonas ist ganz entspannt, siehst du das? Guter Feuerball. Ja. Also die Zauber mit der Nase, also das ist ja... Das ist stark. Es ist ja ganz, ganz schwierig. Das ist wirklich sehr stark. Wir müssen uns mal ein bisschen auf die Decks konzentrieren, was sie sich denn für Decks ausgesucht haben. Also wenn wir oben also zum Beispiel Feuerball zu nehmen, finde ich gewagt. Also ich glaube, ich hätte Feuerball gar nicht erst genommen. Wir haben ja auch den gefällten Feuerball schon gesehen. Ja. Das wird, glaube ich, schwierig.
Aber schauen wir mal. So, Royal Giant bei Big Spin und Mick. Also sie spielen, glaube ich, dieselben Decks wieder, wie wir es auch schon aus dem ersten Spiel gesehen Stimmt, haben. Stimmt, jetzt wo du sagst, ja, ganz genau. Unten bei Kitty und Jonas haben wir Piglets. Auch und der gut. Feuerball ist auch extrem wichtig gegen die Piglets. Wenn du ihn natürlich mit deiner Nase oder Ellbogen ihn triffst, das ist das Ding. Okay, ah, oh, Big Spin nimmt jetzt auch den Ellenbogen. Big Spin nimmt auch den Ellbogen? Ja, Mickey hat gesagt, das funktioniert nicht. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Da bin ich sehr gespannt dann später. Aber der Royal Giant und das zweite Team, könnte ich jetzt natürlich angucken, was ist gut, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert, das ist natürlich auch dann gleich interessant. Extrem viel Damage auf der linken Seite. 364 HP, das sieht richtig, richtig gut aus für Kitty und Jonas. Wir müssen jetzt bedenken, Big Spin und Mick haben bisher jetzt noch nicht verloren. Das sieht hier nach der ersten Niederlage aus, aber... Schau mal, wieder der Feuerball. Ein guter Feuerball. Hat er getroffen. Der Flex-Feuerball. Ja. Da kommt der jetzt Royal Giant. Royal Giant wieder. Hunter und müssen jetzt auch was machen. Super Kombination, um den Royal Giant zu verteidigen. Passt. Ein Hit wird sein, mehr aber nicht. Das geht noch in Ordnung. Aber jetzt wieder der Royal, Royal Ghost auf der rechten Seite. Das ist hier wirklich der Move von Big. Könnte der Turm sein. Ja, nicht ganz. Oh, die Skelette, sehr gut. Sehr stark. Aber sie haben natürlich auch Feuerball und Holz. Um da kommt jetzt auch finishen. Mutterhexe. Und das Schweinchen ist dran. Das, vielleicht reicht das Holz nicht. Wie gut sie verteidigen. Muss überlegen, sie spielen wirklich hier ohne die Finger und verteidigen das sehr solide. Ja. Guter Feuerball jetzt. Guck mal, was da drüben passiert. Schon mal rechts. Ja. Aber wir haben halt, der eine Feuerball muss jetzt auf den Turm kommen. Wieder der Koboldkäfig, ganz, ganz wichtig. Überleg mal, der Feuerball, da ist es. Das reicht. Oh. Unfassbar. Ey, ganz, ganz krass. Ey, kommt gerne zu uns rüber, da müssen wir ein bisschen nachfragen. Da haben wir verschiedene Taktiken gesehen. Also wir können eigentlich erstmal sagen, die Nase hat gewonnen. Die Nase lag vorne. Wir hatten die Nase vorne. Super Wechsel, klasse. Geil. Eine Nasenspitze. Ich hab dich gerade noch gelobt. Das war ein krisenartiges Matchup irgendwie. Also die Rekruten und der Cage, die haben nicht so ganz Spaß gemacht. Wir haben gedacht, never change the running system. Wir gehen einfach mit demselben Deck nochmal rein. Ja. Die Handballentaktik war jetzt auch nicht die allerbeste. Da hat Mick mich recht schnell recht... Darüber reden wir nicht. Daraufhin hat Mick mich auch bekehrt, hat gesagt, komm, machen wir Ellenbogen. Das hat keinen Sinn. Okay. Ellenbogen. Wie war das so, das Spielerlebnis? So ganz nah? Also wie kann ich mir das vorstellen? Spaß gemacht? Können wir das häufiger machen oder... Ist dann normal doch besser. Jonas? Ja, also das Spielerlebnis ist schon sehr einzigartig. Man fühlt halt direkt das Tablet an seiner Nase und ist dann direkt im Spiel drin, regelrecht. Ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich sagen muss. Dass wir oh, da freue ich mich drauf. Ja. Das haben wir euch ja vorhin schon gesagt, da gibt es noch ein kleines Extra wieder für Team Blau. Die dürfen gar nicht, also sie müssen ihre Hände das ganze Spiel über hinter dem Rücken haben. Das heißt, Ellenbogen, Handballen, jegliche anderen Sachen sind da ausgeschlossen. Das heißt, sie haben eigentlich quasi die Stirn, die Nase, keine Ahnung, die Bäckchen, die Ohren. Ich weiß nicht, was es da noch für Sport-Taktiken hier gibt. Aber ich vermute sie, oh ja, genau, sehen es glaube ich jetzt gleich mal. Hier geht's rein. Wir haben die Schweinchen. Das sieht einfach klasse aus. Oh, wie aggressiv, wie schnell gehen sie hier gleich rein. Also sie kriegen das wirklich gut gebacken hier. Aber genaselt, keine Ahnung. Genaselt. Klasse. Also wir haben hier heute, glaube ich, sehr viel Spaß im Studio. Das guckt ihr das mal an. Das ist schon mal sehr, sehr früher. Ja, früh und viel Damage. Ist das der Turm? Hexenmutter? Wie viel Damage gibt es nicht? Es gibt es nicht. Das reicht ganz knapp nicht. Spielen sie da nichts mehr dagegen? Lassen uns durch. Sie spielen Emotes. Oh mein Gott, der Disrespect. Sie spielen die Emotes mit der Nase. Also das ist... Okay, das ist brutal. Das ist brutal. Oh Gott. Okay. Wahnsinn. Wirklich? Hat Lunary und Mickey sind... Die warten gerade... Lobby läuft voll. Na, jetzt kommt das Holz durchgecycelt. Klar, man läuft auch schnell voll. Wenn man daneben drückt, dann läuft man natürlich echt schnell voll. So, da ist noch jemand, der... Und den jetzt der gleiche Angriff. Das wird schwierig zu verteidigen. Oh, der Mega Knight kommt rein, aber Mega trifft dann nicht die Piglets, nur die Rekruten. Es ist natürlich schwierig, den zu timen und zu treffen mit der Nase. Ist halt die Frage, was da besser gewesen wäre. Guck dir das mal an, das könnte... Erstmal abwehren und dann die Rekruten oder doch andersrum. Turm ist wirklich ziemlich low und auf 500 HP jetzt. Der Mega Knight hat noch die Hälfte an Leben. Ja, da brauchen sie auch einen Feuerball. Aber den kriegen sie gut verteidigt. Starker Feuerball. Auch Feuerball hier wieder. Also die Knöcheltaktik von Lunary scheint hier... gar nicht schlecht zu sein. Ja, scheint zu funktionieren auf jeden Fall. Also es ist ziemlich ausgeglichen noch. 160 zu 500 HP. Wir haben noch eine gute Minute zu spielen. Da kommt der Royal Giant an die Brücke.
So. Aber gleich, das war sehr schnell. Hier, man muss wirklich immer dazu sagen, das machen wir. Boah, wäre das ein Feuerball-Predict geworden. Mit der Nase, das wäre Feuerball Predict mit der Nase. Das wäre absolut in die Geschichte eingegangen. Leider hat es nicht geklappt. Die Seppis kamen nämlich einen Tick weiter vorn. Und jetzt wieder die nächsten Rekruten. Das Ding ist, Lunari und Mickey müssen auf der rechten Seite rein. Sie müssen Damage machen, sonst können nämlich Flobby und Morten hier mit den Spells finishen. Ah, da kommt der Feuerball und der Turm ist down. Genau das ist das, was ich meine. Und Morten und Flobby werden jetzt alles in die Defense hauen. 8 Pingels und jetzt kommt der Mega-Ritter. Wo kommt reicht er? Wo kommt er? Nein, er kommt da ist er. Da ist er. Und Koboldkäfig. Schweinchen müssen durch. Das reicht. Und jetzt auf der linken Seite sind gleichzeitig noch die Seppis dran. Und somit ist das jetzt ein perfekter Ausgleich für Lunari und Mickey, aber wir haben es ist genau ausgeglichen. Mega Ritter. Ja. Oh, Kanonenkarrenne knickt mit der Nase. Das kannst du dir nicht ausdenken. Kann man nicht. Nee. Jetzt der Roy Giant. Doppelter Koboldkäfig. Das schmerzt ein bisschen, weil der Koboldkäfig hätte da nochmal gut gegen die Piglets helfen können. Doppelt Seppi, Pfeile drauf. Oh, der Feuerball. Oh, 52 HP. Nein, es reicht nicht. Ein Kampfholz. Ein Kampfholz oder Feuerball? Haben Sie was auf der Hand? Da kommt der Feuerball. Da kommt er. Morten, das Lobby gewinnt mit der Nase. Nicht. Das ist ja wirklich insane. Kommt gerne wieder zu uns. Wir können festhalten, Lunari und Mickey immer noch nicht mit dem Sieg. Noch, mal schauen. Noch. Aber wir werden besser. Wir werden besser, das muss man wirklich festhalten. Komm jetzt erst rein. Ja, wir müssen uns erstmal wieder einspielen, weißt du? Ihr habt euch 2 Wochen nicht gesehen. Ja, eben. Das ist vollkommen verständlich. Schade. Okay. Und Morten und Flobby, ihr vielleicht jetzt öfters mit dieser Taktik auch im Stream vielleicht? Ja, natürlich. Eine gute Challenge, oder? Das ist eins der Welt mit Nase. Das ist eigentlich ein nices Video, glaube ich. Das wäre mal ein krasses Format, ne? Gutes Video. Gutes Video. Könnte man eigentlich überlegen. Können wir langsam mal zu? Zu Spiel 4? Wollen wir langsam? Ja, oh, das wäre eine gute Idee. Und was haben wir da? Auch was Altes, Bekanntes. Mhm. Kampf der Elemente. So ein bisschen hatten wir es ja letztes Mal schon. Heute noch mal ein bisschen, sag ich mal, krasser. Wir haben nämlich jetzt... Reworked. Ja, Reworked, genau. Wir haben hier nämlich diesen tollen Kuchen hier vorbereitet. Vielleicht kann man den irgendwann nachholen, weil sonst... genau. Da haben wir nämlich 4 Zettelchen drin. Und Charade, das erinnert mich an Charade. Genau, das ist ein bisschen wie Charade, nur ein bisschen anders. Also wir haben hier 4 Zettel und wir haben jetzt quasi 4, ich sage jetzt mal, okay, Elemente. Ja. Willst du mal sag du mal die ich sage jetzt mal 4 Elemente. Gerne. Wir haben einmal das Element Feuer, wir haben das Element Elektro/Eis, also das ist quasi kombiniert, das ist wichtig dazu zu sagen. Einmal das Element Skelette und einmal Kobolde. Das heißt, unsere Kandidaten hier müssen sich aus diesen Themen quasi immer ein Deck zusammenbauen, zum Beispiel nur Koboldkarten. Und diese 4 Themen habe ich hier quasi nicht, ich habe gerade noch mal ein bisschen zugemacht, dass man das auch nicht spicken kann, das wäre hier und jeder zieht einen Zettel. Genau, jeder zieht einen Zettel. Ach. Ihr könnt euch einfach nacheinander zu mir kommen, zieht einen Zettel an. Ja, ich fange an. Genau, also du willst anfangen? Ja, ich fange an. Grün gegen Feuer. Also, was willst du haben? Gutes. Feuer. Feuer ist Feuer oder Skelette? Nicht schlecht. Eis und Feuer sind gut, ja. Ich glaube auch Eis und Elektro könnte nicht schlecht sein. Eis Elektro ist auch gut, ja. Kobolde sind broken. Kobolde ist kacke. So, dann kommt noch ein Kobolde. Kobolde. Das sind auch relativ viele Karten, muss man sagen. Ja. Gutes Los. Ich tue mal ein bisschen zusammen, dass wir es wirklich nicht wollen. Morten noch nicht. Los. Nicht? Wir haben erst Team Jonas gegen Team Mickey. Das ist natürlich schade. Ja, ach, stimmt. War ich ein bisschen zu heiß drauf gerade. Nee, Kobold-Bohrer. Ich wurde zurückgeschickt. Aber ihr kriegt ja dann quasi... Ja. Sperrkobolde. Wisst ihr ungefähr, was auf euch warten könnte? Ich hab schon zusammengebracht. Feuer. Übrig. Es gibt nicht so viel andere Karten. Und jetzt noch einmal Lunari und einmal Jonas. Also jeder spielt Mickey hat doch schon gezogen. Was haben die beiden gezogen? Feuer, okay. Da habe ich noch eine Frage. X-Bin kann noch ziehen, oder? Ja. Erzählen oder auch Explosionskarten dazu, so wie beim letzten Mal? Nein. Diesmal nicht. Ja, dann kommt her. Genau, dann machen wir jetzt ziehen wir nochmal die ganzen Karten, dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen... Muss ich aber auch nicht mehr ziehen dann, oder? Theoretisch kannst du jetzt sitzen bleiben, Morten. Ich bleibe auch den sitzen. Weg ersparen, weißt du? Ich habe schon gesehen. Skelette. Ja. Das heißt, es bleibt übrig, Eis und Elektro, wa? Genau, ich zeige es dir nochmal in die Kamera. Perfekte Konto für Skelette. Hat man noch Eis und Elektro? Genau. Können die Elektro also, das war das letzte Mal. Gar nicht. Das ist einfach jetzt hier drin. Ich hab hier noch einen Kobolde. Das war ein Problem, Bro. Sind das auch 8? Ja, was gibt's noch? Team Grün und Team Gelb, ihr könnt euch gerne schon mal auf eure Plätze begeben. Wir sehen hier die Decks. Das könnte schwierig werden. Prinzessin ist gegen Kobolde, das wird echt schwierig. Team Gelb hatte Kobolde, ne? Ja, genau. Ich glaube, wir können ins Spiel springen und dann schauen wir mal, wie sich unsere Teams schlagen. Ich bin echt gespannt. Jetzt durch diese ganzen Analysen hier von Big Spin bin ich noch ein bisschen heißer. Ich bin so froh, dich hier zu haben, Big Spin. Ja. Das ist klasse. Und da kommt hier schon die beiden Koboldhütten. So. Links und rechts. Die können schon sehr nervig sein. Ja, Koboldhütte und Ofen. Also der Ofen ist halt eigentlich auch ein Konter gegen die Koboldhütte ein bisschen. Feuerball kommt drauf. Lavahund ist am Start. Ah, die Princess, natürlich, mit den Feuerpfeilen.
So, doppelter Koboldkäfig. Die Prinzessin ist ein großes Problem, weil wir hier einfach keine krassen Zauber bei den Kobolden haben, um die Prinzessin direkt auszunocken. So, Dart Goblin, aber, und das ist nämlich das Ding, was auch Bixby schon gesagt hat, ja, kommt halt der Feuerball dann drauf. Der Dart Goblin ist an sich ziemlich nice, aber wenn der Feuerball drauf kommt, wird es halt auch ziemlich schwierig. Dann ist er schnell weg und das ist direkt das 1:0 für Kitty und Jonas. Ich habe halt auch an die Princess nicht gedacht, ne? Die ist natürlich auch super strong. Insane, ne? Fehlt halt einfach der Zauber. Also du könntest theoretisch einen Koboldfass auf die Prinzessin das werfen. Das stimmt. Aber das ist so, ja. Musst du halt auch erstmal genau gerade dann haben, ne? Ja, Koboldbohrer auch wieder eine gute Sache, der wurde aber leider auch genervt. Koboldbohrer war ja wirklich absolut stark auf beiden und Magier Seiten jetzt, ist wieder ein Konter. Also Magier ist auch stark. Ja, stimmt. Wenn man so durch das durchgeht. Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Dieses Splash Damage. Lunari und Mickey. Also das ist. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber nee. Wenn Jonas und Kitty hier keinen Fehler machen, dann ist das jetzt schon gegessen. Ja, ganz schwierig. So. Man sieht jetzt erstmal wirklich dieser starke Counter. Ja, auch mit Bixpin. Bixpin hätte wahrscheinlich, der hätte da den Five Head Move ausgepackt. Ja. Er das Deck perfektioniert hat. Ja, wir können ja gleich ihn dann nochmal fragen. Was man hätte besser machen. Ja, was hätte man besser machen sollen. Wir wollen den Tag nicht vom Abend loben. Hier ist noch einiges möglich. Wir wollen Lunari und Mickey noch nicht abschreiben. Denn der Lava-Hund... Was ist die letzte Karte? Das ist auch noch die Frage. Und ich bin mir wirklich bewusst, dass ich es verteidigt bekomme. Also, letzte. Giant. War mir aber klar. Und jetzt kommt der Entfernung. Ja, das ist halt... Das ist halt ganz böse. Das ist ganz, ganz böse. Feuerball kommt drauf. Auch ein doppelter Dart-Goblin bringt halt irgendwie nichts. Das ist halt echt schade. Das könnte wieder guten Damage werden. Mickey haben hier wirklich zu kämpfen. Aber das war hier Damage schon mal. Das war der Koboldbohrer hatte hier ein bisschen Damage machen können. Ah, schade. Das Koboldfass kam genau rein, wo die Skellies. HP, aber die Skelettdrachen sind wieder dran. Sie müssen halt verteidigen und haben gar nicht die Möglichkeit, nochmal reinzugehen. Das ist echt schwierig. Also die Princess für mich auch 2-0. Heftiger Counter. Es könnte sogar noch hier der King Tower werden. Ja, danach, sieht, danach sieht es aus. Dreifache Princess, also wirklich insane. Gar keine Chance für Lunari und Mickey. Da können wir den beiden auch wirklich keinen Vorwurf machen. Mickey, ihr hättet ja theoretisch auch zum Beispiel gegen Elektro und Eis spielen können. Vielleicht sähe es da besser aus. Und Bixpin hat hier, kann ich nochmal hier ausführen. Er hat nämlich ganz genau erklärt hier, wie man das alles hier hätte countern können. Ja, also fairerweise muss man sagen, ich habe bei Feuer in meiner Analyse nicht die ganzen Lufteinheiten mit reingenommen. Hast du nicht reingenommen, ne? Als ob es dir jetzt was gebracht hätte. Lava-Hund und die Dragons sind natürlich extrem stark gegen die ganzen Kobolde. Und man muss einfach sagen, dass da der Spell fehlt. Und vor allen Dingen, dass Team Feuer den Feuerball hat, ist zwar logisch, aber trotzdem ist es ein herber Vorteil, weil sie hätten Spell haben. Ja. Hätten sie den Feuerball nicht gehabt, dann wäre das ganz anders gewesen mit Dart Goblin, mit den Spear-Goffs und der Koboldhütte. Der Feuerball hat es so ein bisschen kaputt gemacht. Da hatte Team Kobold leider keine Chance. Aber ihr habt ja so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Wut in euch jetzt, ne? Ja, verständlich. Und die könnt ihr jetzt auch ein bisschen rauslassen, weil es gibt ja wieder eine kleine Gemeinheit, die wir uns für Team Blau ausgedacht haben. Was passiert jetzt? Ihr dürft jetzt während des Spiels sie ein bisschen abschießen. Wichtig ist, die Dinger sind richtig, also richtig stark, das sind die mit Akku, ne? Am besten nicht ins Gesicht oder so. Ich wäre doof. Und ganz ihr habt nur 5 Schuss, glaube ich, oder? Genau, jeder hat nur 5 Schüsse. Ah, nur 5 Schuss. Wir dürfen nicht wieder einsammeln und neu reintun? Ach, weißt du was? Ich glaube doch, das dürft ihr. Doch, würde ich schon sagen. Wenn ihr sportlich seid und ein bisschen rum. Ja, wir rennen ein bisschen. Eigentlich nicht, aber ich habe mir gerade überlegt, dass das haben sie verdient, ne? Ja. Gib du das mal weiter hier? Natürlich doch. Machen wir bei beiden Teams vielleicht eine, oder? Gemacht hier. Gibt vielleicht Team Grün auch eine, dann wechselt ihr euch ein bisschen ab. Funktioniert so ein Teil? Ein bisschen ab. Also ich? Ja, dann kann er schießen, der andere sammelt ein. Super Idee. Du schießt? Du schießt einfach. Wie benutzt man so ein Ding? Ja, aber einer von euch muss auch. So, drücken. Also die sind mit Akku, nehmen mit Bum, Bum, ne? Die gehen schon. Das heißt, du musst gedrückt halten. Dann kommt der Pfeil raus. Ja, ja, schießt ab mal. Ja, komm, wir schießen. Ja, jetzt noch nicht. Beruhigt euch. Erstmal müssen hier die Decks ein bisschen zusammengebaut werden. Flobby und Morten. Schon mal auch im Vorfeld ein bisschen. Wir sind heil. Ja, ich merke das schon. Okay. Geht los. Und es geht los. Also Mädels, bewaffnet euch und viel Spaß. Also es wird toll. Ich weiß gar nicht, was ich kommentieren soll. Soll ich jetzt hier die Sniping-Skills hier von den beiden Mädels kommentieren? Oder du kümmerst dich ums Spiel, ich kümmere mich um die Nerf-Action? Das kriegen wir hin. Okay, wir sehen den Ballon. Oh, defensiver Tesla. Ist natürlich hier wieder Elektro. Oh, Fluffy wird schon unter Beschuss genommen. Super. Das lenkt mich ja sogar ab. Oh, da fliegen die Pfeile durch die Kamera.
Ja, ich glaube, die Mädels haben unterschätzt, dass die schon ein bisschen Druck haben. Die haben ein bisschen Druck, ein bisschen Druck. Okay. Aber Seppis und Elektromagier jetzt defensiv. Defensiver Flobby auch hier unterwegs. Oh, schlechter Schneeball. Der defensive Flobby mit hier mit der Hand in Deckung. Ja. Morten lässt sich da gar nicht so. Morten ist ganz entspannt. Ja. Flobby, Hilfe. Okay, auf der rechten Seite haben wir schon mal ein bisschen Damage. Let's go. Das passt. So, du musst mich noch auf den neuesten Stand bringen. Ich war gerade abgelenkt. Erzähl mal, was ist da bis jetzt passiert? Nicht so viel passiert tatsächlich. Noch nicht so viel passiert. Auf der rechten Seite haben wir ein bisschen Damage. Ich liebe die Gesichtsausdrücke, das ist toll. Okay, wir haben den Tesla wieder defensiv und der Ballon geht nochmal rüber. Ganz, ganz wichtig in dieser Situation. Ah, das ist halt dieses Elektro ist halt mehr und auch in sich Eis sehr, sehr defensiv, ne? Ja. Und vor allem muss man auch gucken, wie es mit den, zum Beispiel dem Bomber aussieht. Ne? Bomber ist natürlich auch eine gute Karte, beispielsweise gegen die Seppis dann. Skelettarmee. Und was haben wir da jetzt für Zauber? Ein Schneeball ist natürlich eine Option. Morten hat richtig einen abbekommen. Oh Gott. Und jetzt wird hier mal getauscht. Oh, also, Mickey bekommt Mickey sie bekommt jetzt die Waffe. Mickey ist wild. So, aber E-Giant wird jetzt auch durch den Bombturm wieder ganz gut abgewehrt, aber Lightning kommt drauf. Lightning kommt drauf, schlechter Grabstein von Big Spin und Mick. Der E-Giant ist durch, Skarmi jetzt auch nicht mehr der Retter in der Not. Und somit haben wir hier das 1:0 für Flobby und Morten und das, obwohl sie wieder ein Handicap haben. Sehr, sehr stark, aber es ist noch nicht durch. Wir haben hier 800 HP auf der linken Seite. Skelettfass, Ballon und auch die Skelettdrachen wieder rein. Defensiver Lightning und Tesla und das war's. Sofort wieder verteidigt. 35 Sekunden noch. Also das läuft wirklich sehr, sehr gut. Das läuft sehr, sehr gut. Defensives Giant Skeleton, immer eine gute Option, um grundsätzlich erstmal den Push aufzuhalten. Runeri lädt gerade hier nebenan die Waffe nach. Ja. Also die ersten Munition ist schon durch. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Es sind nur noch 20 Sekunden hier. 17 Sekunden, ne? Aber es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel helfen. Obwohl 800, ja, nee, das ist... Ah, Giant Skeleton ist halt rechts dran. Und jetzt der Loon rechts. Die Frage ist, ja, sie kriegen den Loon verteidigt. Doppelter Loon, aber der E-Magier schmerzt zu sehr. Der Disrespect Freeze kommt auch noch drauf von Flobby und Morten. Und das ist der nächste Sieg. Oh Gott. Schade, also was heißt schade, natürlich auch gut, aber ich hatte, man kann sie nicht aus dem Konzept bringen. Man kann die wirklich nicht aus dem Konzept bringen, das ist brutal. Das aber ich hatte Spaß. Ja, das ist auch wichtig. Das sind die E-Sportler, ne? Ja, Flobby, Morten, souveräner Sieg. Ja, sind ein paar Blätter während des Games an uns vorbeigeflogen, aber es ging eigentlich alles klar. Morten und Flobby mit dem Sieg, eure Analyse zum Spiel, was war da los? Perfekt gespielt, würde ich sagen. Also ich denke, wir haben von der Deckauswahl wirklich sehr gute Entscheidungen getroffen. Es war relativ klar für uns, dass Big Spin denkt, er wäre smarter als wir in der Situation und würde unsere Decks kopieren vom letzten Mal. Aber wir wussten, dass Big Spin, das waren ähnliche Decks, wir hatten die gleiche Strategie letztes Mal. Ja, es gibt doch nicht so viele Skag-Karten. Ihr habt die Strategie von uns geklaut. Okay. Wir wussten das und haben da ein bisschen vorausgeschaut und haben dann Counter gegen unser altes Deck gebaut. Also haben dann Big Spin zerstört. Also würde eher sagen, dass du mit E-Giant gegen nur Skelette eigentlich schon automatisch gewonnen hast und dass wir es echt gut verteidigt haben. Ich muss den Grabstein Fader auf meine Kappe nehmen, sonst wäre es spannender geworden. Aber fairerweise hat halt Elektro einfach komplett Counter gegen Skelette. Finde ich nicht. Also man kann das auch ein bisschen anders sehen. Man kann es auch anders sehen. Ja, sie ist gerne anders. Eine Erklärung. Ich finde auch. Es ist okay, wenn man verschiedener Meinung ist, Morten. Ich denke, da waren viele Fehler dabei. Vor allem der Grabstein, hätte man den etwas besser gespielt, dann wären auf jeden Fall Chancen nah gewesen. Sie haben sie auch extrem viel Damage bekommen am Ende. Also beide unsere Türme waren auf 800 HP. Hätten sie vielleicht auf einen Turm mehr fokussiert, wäre es vielleicht knapper geworden. Also ich finde da die Ausrede jetzt nicht so gut. Nee, es ist keine... Ich sage, der Grabstein war fail, klar. Nee, also wirklich, habt ihr gut gespielt, hattet aber auch meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, ich denke, wir treten da geschlossen auf, hatten den Matchup. Er hat ihr Matchup besser gesagt. Junge, ja, komm, ab in die nächste Runde. Ist okay. Na, warte mal, ihr tretet geschlossen auf, Mick. Jetzt hat Big Spin schon wieder den entscheidenden Fehler hier gemacht. Was sagst du denn dazu? Seid ihr noch confident? Ja, auf jeden Fall. Also, wir hoffen natürlich drauf, dass mal ein anderes Team gegen die Top Jungs hier gewinnt, gegen Morten. Danke fürs Kompliment. Ich glaube, dass uns da so ein bisschen der Druck genommen wird, dass wir nicht immer da gegen die gewinnen müssen. Was ist denn dran? Ja, dann sagen wir mal, Spiel Nummer 5 ist quasi 1 versus 1. Aha. Eine Person an zwei Tablets. Und jetzt? Ah, ja, Lunarie verrät schon, ja. Zum springenden Ganz Punkt. Genau. Also als erstes spielt hier Team Big Spin und Mick gegen Team Mickey und Lunarie. Ja. Und ihr müsst jetzt eine Person entscheiden, Komm, Mickey. Jetzt hier
Wer jetzt den Ball holen möchte. Okay, also okay, aber einfach nur eins gegen eins. Nein, abläuft. Nein, ja, aber ihr spielt an zwei Tablets gleichzeitig. Soll ich dir helfen, meinem Deck bauen? Ey, ja, okay. Deck dann finden. Komm, ich finde ja, Mick muss gegen Micky spielen. Warte, mal schauen, was ist. Mick ist besser als Mick. Aber wir dürfen supporten, oder? Ja, klar. Ihr dürft nur nicht, ihr dürft helfen beim Deck bauen, ihr dürft Tipps geben, ihr dürft beraten. Der Chat. Noch. Stimmt. Was noch? Noch beraten? Die dürfen beraten. Naja. So, jetzt schauen wir uns mal an, was sie für Decks hier spielen. So. Pfeile drauf. Es wird super interessant, ich freue mich. Vor allem alle Fehler können wir jetzt Bixman in die Schuhe schieben, weil Mick gar nicht mitspielt. Das stimmt. Das ist eigentlich super. So. Okay. Der Wildcard-Gewinner hätte das auch. Also können wir jetzt schon mal festhalten, der hätte das auf jeden Fall gewonnen. Ja. Das können wir schon mal festhalten. Aber das Bixman noch ein bisschen egoistisch, glaube ich. Nein, Quatsch. So, wir sehen auf beiden Seiten die Rekruten und die Pfeile. So, Elite-Barbaren. Haben wir den Wutzauber? Ja, wir haben ihn. Super. Das ist das Ding. Elite-Barbaren-Wut wird so häufig einfach als ganz simple und nervige Art des Angriffs quasi funktioniert beschrieben, aber es ist halt in so einem Fall, wo du wirklich auf zwei Tablets gleichzeitig spielen musst, einfach eine halbwegs gute Taktik. Du musst ja erstmal merken, welche Karte habe ich auf welchem iPad, oh, wo habe ich gerade Platz, um die auch dann zu countern. Du hast ja auch so ein bisschen so einen Time-Lag beim Kontern. Du musst dich jetzt halt nicht nur auf vier Karten und deren Cycle konzentrieren, sondern halt auf acht Karten und deren Cycle und gucken, welche Karte kriege ich als nächstes rein. Und wir sehen, das ist aber schon ziemlich guter Damage. Und Big Spin und Mick, oder auch nur Big Spin, haben hier schon fast das 1:0. Und jetzt wieder die Rekruten. Ja, Lunari hier ganz konzentriert, gibt hier als Soufflöse hier Tipps. Die Calls. Rekruten hinten, der linke Tour. Der Turm, da connectet er. Da ein bisschen früher, vielleicht hätten die gespielt werden müssen. Ja, du hast schon recht. Seppis jetzt. Das ist schwierig, 50 Sekunden noch. Piglets gesplittet, wieder Piglets gesplittet, 8 Piglets auf dem Feld, starker Feuerball. Absolut krasse Kombi vom Big Spin mit dem Käfig und dem Feuerball drauf, alles out. Sehr stark verteidigt. Jetzt hier nochmal die Liederbahn, die sind jetzt hier auch, auch verloren im Posten, die können hier gar nichts machen. Schade, das ist noch 30 Sekunden, gut verteidigt. Sehr starke Defense, also Micky hat hier nicht wirklich Chancen. Nee, muss man leider sagen. Ja, Big Spin hat halt doppelt Pfeile, doppelt Feuerball. Gerade gegen die Piglets und die Rekruten einfach eine super Wahl. Wo wir ja noch gesagt haben, ja, vielleicht ist es nicht so clever, so viele günstige Karten zu spielen. Aber hier sehen wir es, wenn man es natürlich beherrscht, ist es sehr, sehr mächtig. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Piglets jetzt nochmal in den Knick, aber es reicht nicht. Gar keine Chance für Micky, leider. Der nächste Sieg für Big Spin und Mick. Wichtig auf jeden Fall in dem Fall. Richtig und richtig, ne? Und ihr könnt gerne wieder rüberkommen. Fragen wir mal bei unserem Clash Royale Profi Big Spin nach, warum er denn hier so solide gewonnen hat. Und ich sagte noch, wir können ja alle Fehler in die Schuhe schieben, aber da waren irgendwie nicht so viele Fehler dabei. Nein, da war nicht. Ja, also ich habe das schon öfter gemacht. Das Witzige ist halt, ich habe diverse Streams auf zwei Geräten, zum Beispiel Season End Stream, CL Stream etc. Stimmt, ja. Und ich habe auch schon einige Videos gemacht mit der Taktik. Zum Beispiel habe ich mal versucht, mit Kobold Boron, als die Karte noch OP war, und Freeze den King Tower im 2v2 zu holen. Und ich spiele auch immer bei diesen Streams, wenn gerade keine Matches laufen, mache ich genau das gleiche im Stream. Das heißt, ich habe schon stundenlang Erfahrung, was es halt angeht. Und das ist natürlich Wahnsinn, ne? Das hat da vielleicht auch ein bisschen niedergeschlagen irgendwo. Ja, Micky, dein Statement. Ja, ich hatte da keine Erfahrung drin. Ja. Und ich hoffe, dass ich mich gut geschlagen habe. Ja, aber war eine gute Challenge. Also du hast aber nur 1:0 verloren. Genau. Also ich fand, wir haben ein gutes Deck auf jeden Fall gedraftet und wir haben es dann so gemacht, dass ich immer ein bisschen mitgeguckt habe, weil es ist dann halt auch oft, wenn du dann dich auf ein Gerät fokussierst, dass du vielleicht was übersiehst, dass ich dann immer so ein bisschen mitgecallt habe zumindest. Ja, man hat es gesehen. Hier sehen wir nochmal die Rekruten, die quasi nicht ganz gereicht haben. Dadurch ist dann der Turm gefallen. Da super Teamwork von Lunari und Micky. Das war halt wirklich gegen Big Spin schon ein bisschen gemein, muss man schon sagen. Ihr habt auch wirklich Pech, man muss das einfach mal sagen. Voll oft jetzt, ganz oft hintereinander. Ja, Nagi. Jonas und Kitty, wer spielt bei euch? Habt ihr schon das euch entschieden? Jonas spielt, er hat auch gesagt. Genau, er hat gesagt, er ist auch in Übung. Wer spielt bei euch? Ja, dann spielt Morten. Ich. Morten. Morten spielt. Er Royal spielt. Ich hab den Platz, oder? Okay. Morten Royal. Die Frage ist halt... Aber es gibt natürlich ein kleines Handicap. Das müssen wir natürlich noch dazu sagen. Oh Gott, stimmt. Es gibt ein super Handicap. Und zwar Jonas und Kitty, ihr dürft beide spielen. Das heißt, wir haben ein 2 gegen 1. Ach, das ist doch klasse, oder? Ja, easy. Okay,
Orten ganz, ganz konzentriert. Ja. Ist die Frage, helfen die Tipps von Flobby, wenn er die ganze Zeit dazwischen bleibt? Ich glaube, Flobby... Okay. Was war das? Was war das, Kitty? Hat jemand den Feuerball gesehen? Das ist ganz schwierig. Ja, das war schwierig. Den lassen wir einfach mal. Ja. Den hat keiner gesehen. So. Der Ball kommt drauf. Ja, aber schmerzt halt, weil die Hexenmutter, die ist jetzt halt immer noch full life. Piglet ist dran. Und das sieht doch schon mal wieder nach Damage Morten. Aus. Das sieht nach guten Damage aus. Oh Gott, Morten macht hier wirklich gerade einen halbwegs guten Job. Also wenn Morten das gewinnt, dann Hut ab auf jeden Fall. Oder Krone ab, kann man ja auch sagen. Das müssen wir mal schauen. Er kann sich dann eher die Krone aufsetzen langsam mal. Ja, das stimmt. Die sind ja hier neben uns, die schönen Kronen. Nächster Push von Morten. Er hat ja letztes Mal die Krone Oberkäfig schon... fehlt. Der Käfig fehlt. Das ist unfassbar. Das ist das 1-0. Der Käfig fehlt. Da kann nichts machen. Nö. Da geht nichts. Und da connectet okay, er sogar nochmal also mit dem Charge. Es gibt noch einen Vorteil. Das Spiel geht noch 1:45. Da ist eigentlich noch alles möglich. Müssen wir mal schauen. Oh, auch guter Konter jetzt. Starke Mutterhexe. Also ja, Jonas und Kitty müssen sich da jetzt ein bisschen fangen. Für mich sieht das ganz klar danach aus, dass sie irgendwie Lava und Klon spielen. Und Lava und Klon ist natürlich so eine Sache, wenn du da einmal richtig, richtig viele Truppen auf dem Feld hast und Morten auf einmal auf zwei Tablets da drauf tippen muss und irgendwie Zauber werfen muss und weiß ich nicht was, dann wird es halt interessant. Zumal der Feuerball absolut schlecht gegen Lava Klon ist. Und dann sehen wir jetzt nämlich auch schon den Lava Hund. Vor allem vorhin noch Jonas dann so, ja easy, easy. Ja. Mal schauen, da hat ob er vielleicht den Mund ein bisschen vollgenommen. Jetzt wir feiern, wenn Jonas und Kitty jetzt einfach Morten auf drei Kronen überlaufen. Das wäre nice. Das würde ich auch sehen. Ja, Feuerball auf die Flugmaschine, das ist wichtig. Doppel-Elixier, jetzt ist natürlich... Ja, aber zwei Feuerbälle. Ich sag grad, der Feuerball ist nicht gut. Feuerball ist aber auch erst nicht gut, wenn der Klon schon gespielt ist. Jetzt ist halt quasi für Morten Vierfach-Elixier. Oh, kann aber man quasi... sind einige Lava-Pups und da kam der Feuerball-Predict. Wenn sie da die Hexenmutter getroffen hätten, aber leider... das hätte richtig viel Damage werden können. Aber sie predicten die Hexenmutter. Und somit ist es einfach gar kein Damage. Und jetzt haben wir nur noch 35 Sekunden. Das ist ein guter Angriff. Also es wird hier ganz, ganz knapp. Da muss jetzt voll Power von Kitty und Jonas kommen. Oh Gott. Schwierig. Jetzt nochmal der Angriff, aber in 20 Sekunden schaffen sie da Feuerball kommt den Turm. Auf jetzt der Klon. Fledermäuse rein. Klon kann überzeugen. Oh, der Klon. Feuerball rein. Da muss noch irgendwas kommen. Stark, Feuerball auf die Hexenmutter. Das ist stark. Lava-Pups sind dran. Nächster Klon. Der war nicht optimal. 7, 6. Der war nicht optimal. Reicht das? 500, reicht das? Das ist auch Schneeball. Schneeball wichtig und der Feuerball kommt noch drauf. Oh mein Gott. Könnte das reichen? Das kann nicht. Es kann nicht wahr sein. Morten gewinnt das 2-1. Absolut Wahnsinn. Auch ganz entspannt. Oh Gott. Und das mit Lava-Klon. Also kommt gerne zu uns rüber. Das war ein sehr, sehr krasses Spiel. Uff. Jonas, du sagtest easy. Easy, ja. Ich habe noch easy gehört. Erstmal möchte ich mich hier beschweren, dass mir immer die schlechten Plays hier zugetraut werden. Oh, warum? Der Feuerball am Anfang, das war ich nicht. Oh, war das Jonas? Ah, das tut mir leid. Ah. Also halten wir jetzt fest. Jonas sagt, das ist easy. Ja, für Morten. Fällt als erstes. Ah, für Morten. Ah, ja. So, ja. Ja, nee, also es ist halt schon schwierig. Das Ding ist halt, ich habe es allein schon gespielt, wenn wir da einen besten Spieler der Welt auf der anderen Seite haben. Ich meine, ihr müsst halt überlegen, es ist halt wie Doppel-Elixier und wie Vierfach und das für den besten Spieler der Welt so. Das ist halt schon gut zu managen. Das ist halt für uns, ich würde schon sagen, das ist, ja. Indirektes Kompliment für Morten. Ja, muss man ja sagen. Stimmt. Dankeschön dir. Bitteschön. Morten, was hast du dir dabei gedacht, die einfach mal zu zwei, also alleine die beiden auseinanderzunehmen? Also ich finde es jetzt nicht so einen krassen Nachteil. Also ich habe es auch das in der Zelle gemacht. So. Ab und zu spielt man mal alleine gegen zwei, wenn zum Beispiel andere gerade auf Toilette ist oder so. Also ich, das ist nicht so ein großer Nachteil. Ab und zu ein bisschen schwierig mit der Koordination, dass man die richtige Karte auf beiden hat. Aber ich habe schon öfters gemacht, deswegen fand ich es jetzt nicht so unfassbar. Ah, okay, schwierig. Hat er auch hier schon mal. Ja. Ja, wir können. Spiel 6. Mhm. Ich habe gesagt, Spiel 6, da sehe ich so ein bisschen Lunari und mich. Ich glaube auch, ja. Okay. Aber ihr müsst euch erst ein bisschen gedulden, denn wir fangen mit Team Big Spin und Team Jonas an. Rot und Grün. Das Spiel heißt? Blitzspiel. Yeah. Blitzspiel. Was ist das denn? Was Neues? Das haben wir noch nicht gemacht. Ja. Und zwar müssen die Karten direkt gespielt werden. Direkt. Also ihr müsst quasi konstant bei 0 Elixier sein. Es gibt jetzt die Möglichkeit, also ihr müsst
jede Karte in eurem Deck entweder auf 2, 3, 4, 5 oder 6 Elixier haben. Da könnt ihr frei entscheiden. Genau. Wie baut ihr euer Deck zusammen? Bleibt ihr bei 2 Elixier, bleibt ihr bei 3 Elixier? 3 oder 4 sind wahrscheinlich ein ganz gutes Sweet Spots, vielleicht könnte man... sofort rausspielen muss. Schauen wir mal. Also hier kommt wieder ein bisschen Beratung. Ihr müsst quasi direkt alle Truppen auf dem Feld haben, immer bei 0 Elixier. Und eigentlich relativ simpel. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne schon mal hinsetzen, eure Decks zusammen basteln. Was haben wir? 4 Elixier und 4 Elixier. Also Big Spin und Mick sind bei 4. Kitty, 4 und 5. Ach so. Theoretisch kann, sie müssen ja nicht beide 4, 4, genau. Sie können ja 4 und 5. Genau. Entscheiden selbst für sich. Das ist natürlich auch sehr, sehr clever. 5 Elixier, was haben wir da? Die Hexe, die Kanonenkarre, Barbaren, Rabauken, Giant. Giant, Inferno Dragon, ja, das sind schon mal ganz entspannte Karten. Okay, ja, aber das Backup ist komplett down. Das war ein solider Feuerball. Aber Giant ist Giant connected und das ist gut, schau mal an. Da muss man aufpassen. Jonas, er macht richtig viel Damage. Der Koboldbohrer, den habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Den habe ich auch nicht ganz verstanden. Der Turm war schon weg. Bringt nicht ganz so viel in dem Fall. Heilerin haben wir. Eventuell... Nee, E-Kohle macht ja gar keinen Sinn. Der kostet 3 Elixier. Da habe ich nicht ganz was hat, haben sie die Heilerin am Start? Also ich kann mich daran erinnern, aus der Probe, da sagte Big Spin ganz stolz, 4 Elixier ist das Beste. Momentan sieht es nicht danach aus, aber wir gucken mal. Henker mit 5 Elixier auch sehr interessant. Wäre natürlich wichtig, dass die Heilerin auch down geht, ne? Das ist immer so eine Sache. Also wir müssen auch mal oben immer sehen, das Elixier muss immer sofort weggespielt werden. Genau, also... Immer auf 0 runter. Elixier runter. Wir sehen natürlich das ein bisschen immer... Es ist Spectator-Mode, deswegen sehen wir es ein bisschen... hinterhergezogen. Mit einer Delay drin, aber ich glaube, unsere Spieler halten sich daran. Ja, wir sehen es ja auch immer. Es ist nie voll. Es ist, geht immer wieder runter. Okay. So, 5 Elixier. Ja, da geht's. Da müssen wir ein kleines... Da muss man sich auch erstmal wirklich darauf konzentrieren, ja, das immer auf 0 zu halten. Ich glaube, ich hätte da einfach auch ein Problem, wenn man so drin ist, auch eigentlich zu warten. Man ist ja eigentlich schon eine sehr gute Strategie, immer wieder zu warten, großen Push aufzubauen. Ja. Das muss man erstmal drin haben. Direkt alle Karten hier aufs Feld. Immer gleich. Immer schön bei 0 Elixier bleiben, Leute. Blitzspiel, ja. Da sehe ich jetzt zum Beispiel 5. Ja, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Aber solange da jetzt nicht 7 oder 8 Elixier sind, dann sollte es eigentlich in Ordnung gehen. So, Feuerball kommt auf Henker und Hexenmutter. Aber der Giant und der Darkman sind da auch schon wieder am Start. Also, guck dir das an. Das funktioniert. Inferno Dragon, aber er wird nochmal... Er geht auf die Skelette. 2-0, aber auf der rechten Seite sollte jetzt auch der Turm fallen. Aber es sind nur noch 30 Sekunden. Der Turm fällt nicht mal. Der Turm fällt nicht. Big Spin, ich hab schon gar nicht mehr hingeschaut. Ich dachte, ja, der ist down. Und sie kriegen das sogar noch verteidigt. Es ist komplett durch. Oh Gott. Sehr stark gemacht. Ganz entspannt. Sehr souverän. Da bin ich mal gespannt. Aber wir sehen... Also einer, ich sag mal so wie es ist, einer hat nicht aufgepasst und das ist ja Jonas. Und die, also in der Beschreibung für die Challenge stand, die müssen so schnell, dass wir die Karten spielen, dass wir keine Elixier haben. Ja, aber die müssen dasselbe Elixier haben. Alle dasselbe Elixier haben, weil du ja immer exakt auf 0 sein musst. Ja, wir müssen exakt auf 0 sein, wir können die ja spammen, deswegen müssen wir die direkt spielen, das passt doch. Ja. Es wird festgelegt, dass alle gleich alles in der Beschreibung, da haben wir verkackt. Ja. Wir müssen die Beschreibung noch vorgezeigt bekommen. Jetzt, wir haben uns extra müssen wir natürlich mal kurz schauen. Ist das jetzt automatisch ein... Die Jury sagt, ist korrekt. Ist korrekt? Nee. Jury sagt, was? Wie? Da hätte ich ja gerade das Deck gebaut. Wir müssen auf 0 sein, ne? Da, die Beschreibung hat ja nur... Wir müssen auf 0 sein, genau. Das heißt, wenn wir der Karte... Aber alle Karten müssen gleich viel kosten, steht auch in der Beschreibung. Also meine Beschreibung war, alle Karten müssen gleich viel kosten, deswegen habe ich ein Fehler. Wir warten auf die Jury. Ja, ja. Jury im Hintergrund. Weil das ist ja im Grunde, wenn du immer sofort die Karte, die du spielen kannst, wenn wir die günstiger haben, müssen wir halt sofort spielen. Genau, müsstest du die günstigste sofort rausgehen. Was in der Beschreibung stand. Ja. Es war halt so, genau, dass man halt, die Gedanke war halt, dass sonst immer die gleichen Karten gespielt werden, weil der Cycle sich dann wiederholt und dann man die anderen Karten gar nicht spielen kann. Weil du ja immer die ein Elixierkarte sofort spielst. Das ist nämlich das Ding, das können wir nochmal kurz für die Zuschauer vielleicht auch erklären. Es ist halt so, wenn du jetzt günstigere Karten... Also ich habe die Beschreibung gerade nochmal, ne? Jonas, laut ist die alte. Das ist die alte. Ach so, ja, ja, egal, ist gut. Vielleicht nochmal kurz als Erklärung, bis wir was auf die Ohren hier bekommen. Es ist halt so, wenn wir jetzt
jetzt sagen, wir machen ein Deck mit zum Beispiel nur 4 Elixierkarten, dann wird jede Karte theoretisch immer gleich häufig gespielt. Also, du kannst natürlich entscheiden, was du spielst, aber es ist halt immer so, dass du immer eine 4 Elixierkarte spielst und somit automatisch immer bei 4 dann wieder auf 0 gehst. Und wenn du jetzt eine 1 oder 2 Elixierkarte drin hast, dann kommen diese Karten auch viel schneller wieder in den Cycle. Und somit könntest du theoretisch mit 2 Elixierkarten häufiger durchcyceln als mit den 4 oder 5 Elixierkarten, je nachdem, Ich krieg gerade aufs Ohr, es zählt als Sieg. Okay. Ja, es zählt als Sieg. Es war ja auch nochmal nachgereicht, du hast natürlich das alte Papier noch gehabt. Ja, ich hatte halt in der Gruppe hatten wir halt die Beschreibung, ich habe nochmal nachgeschaut, also wir haben nach der Beschreibung halt gebaut. Ja. Na gut, dann ist das so. Ja. Sorry. Dann nehmen wir das so wahr und dann ist das aber auch in Ordnung. Kein Fehler jetzt, kein großer Fehler bei euch. Wir sollten uns auf jeden Fall jetzt einigen fürs zweite Spiel. Ja. Wir hatten gesagt, dass, also ich war auch auf dem Stand, dass einfach alle die alle das gleiche kosten. Genau, dann macht ihr jetzt auf jeden Fall so. Dann machen wir das jetzt so mit euch. Und dann kannst du vielleicht gleich mal erzählen. Ja. Bleib noch mal ganz kurzes Sekündchen da. Ja. Sag noch mal. Nämlich, ne, für Lunari und Mickey, ihr dürft natürlich auch wieder ein kleines Handicap haben. Ja, sehr gut. Und zwar dürft ihr euch jetzt festlegen, wie welche Elixierkarten Flobby und Morten nehmen sollen. Zwischen 2 und 6 Elixier. Ihr könnt auch variieren, zum Beispiel Morten 2, Flobby 4, was auch immer. Aber jetzt nicht 8 oder so. Nee, das geht auch gar nicht. Ihr müsst zwischen 2 und 6. 2 und 6, okay, lass mal gucken. Gibt es genug 6 Elixierkarten? Ja, es gibt 7 Stück. Wusste ich nicht. 9, sorry. 7? Nice. War ein Deck. Ja, gut. Ja, wir machen kurz eine Besprechung. Okay, dann könnt ihr schon mal, genau, geht schon mal auf einen Platz. Hier haben sie jetzt mitbekommen. Let's go. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Also 2 Elixierkarten. Wir sehen, also Mauerbrecher war klar, dass die reinkommen müssen. Und Morten und Flobby werden die jetzt einfach tot spammen. Die Frage ist, wie Mickey und Lunari da standhalten können. Also wir sehen wirklich den Ofen, der ist gut gegen Spam. Wir sehen den Grabstein, der ist auch wieder gut gegen die Mauerbrecher. Aber die Valküre, die ist auch nice. Was man auch sagen muss, ist nicht nur, dass sie ein komplettes Deck aus 2 Elixierkarten haben. Sie haben auch noch das Problem, dass sie sofort spielen müssen. Ja. Wenn sie zum Beispiel 4, 5, 2 Elixierkarten auf einmal spielen könnten, dann wäre das vielleicht sogar echt gefährlich. Aber sie können halt immer nur das quasi tröpfchenweise reinspielen. Und jetzt guckt ihr das an, Mickey und Lunari auf der rechten Seite direkt mit dem 1-0. Also, das sieht gut aus. Das könnte der erste Sieg hier werden. Und sie müssen halt die ganze Zeit bei 0 Elixier sein, auch Mickey bei 0 Elixier. Da sehe ich nämlich gerade eine 6. Das muss ein bisschen flotter gehen. Ah, du hattest ein Lag. Okay, alles klar. Okay, 1-0 und der King Tower hat auch schon ein bisschen was abbekommen. Aber gut gesehen hier. Ja, Mauerbrecher. Das ist ein Adlerauge. Das funktioniert gerade gut, ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, auf die Elixier, das finde ich gut. So. Okay, Ofen steht. Erstmal ruhig machen. Mickey und Lunari haben gesagt, ein Sieg heute und wir sind erstmal zufrieden. Das könnte was werden. Lunari muss auch hier wieder was einsetzen. Guck mal. Aber das muss ein bisschen flotter gehen. Ich finde, sie schlagen sich für gar nicht so schlecht. Ja, das ist in Ordnung. Also ich meine jetzt Flobby und Morten. Das auch, aber naja, der E-Golem ist halt schon böse. Ja, sehr gut. Aber ich finde, sie schlagen sich dagegen echt gut. Also wir haben es ja schon gehört, Mutterhexe ist wirklich sehr, sehr fies. Ja, oh, die Pfeile. Die Pfeile sind aber auch, also bei aller Liebe, dass sie da wirklich 3 und 4 gewählt haben, war, glaube ich, wirklich das Beste, was sie hätten machen können. Na, Mauerbrecher jetzt rechts, starker Grabstein. Wieder der Grabstein. Richtig starker Grabstein. So muss sein. Aber auf der linken Seite, 600 HP, müssen sie trotzdem ein bisschen aufpassen. Sie wollen natürlich die 3 Kommt Schaden, da kommt Schaden, guck mal links. Sie dürfen nicht zu gierig werden und dann im Endeffekt irgendwie den Turm verlieren. Das wäre extrem doof. Das ist halt das Ding. E-Golem spielst du halt eigentlich immer mit der Heilerin. Durch dieses 3 und 4 Elixier-Ding. Geht das? Geht das, genau. Und das ist eigentlich erstmal grundweg solide. Oh, Mauerbrecher links. Der müsste jetzt fallen. Sie müssen so doll aufpassen. Wieder ein guter Grabstein, aber 87 HP. Oh Gott. Das ist Holz. 15 HP. 15 HP, Schneeball. Sie werden mit Spells finishen. Ich habe da ein ganz doofes Gefühl. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht... Das sieht gar nicht schlecht aus für Morten und Flobby. Ja, die machen das wirklich richtig, richtig solide hier. Aber jetzt der Elixier-Golem. Der E-Golem wird ganz, ganz wichtig. 8 Sekunden, 7. Kriegen sie den gedefft? Da ist der erste Pfeil auf dem Bomber, wichtig. Pfeil auf dem Bomber, Feuerball drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott. E-Klexe sind dran. Schweinchen noch. Hunter kann nicht connecten. 689 HP, Mauerbrecher jetzt. Mauerbrecher, guck mal an. Oh, schlechter Ofen. Guck dir das an. Oh Gott, sie kriegen das nicht verteidigt. Sie kriegen es hin. Oh mein Gott.
Oh mein Morten Gott. Und Slobby holen hier den Sieg. Mit den zwei Elixierkarten. Ja, das aber kann nicht wahr sein. Oh, Lunari und Mickey. Wollen unbedingt drei Kronen. Wir wollten unbedingt die drei Kronen. Man hat's gemerkt. Man hat's gemerkt, das wurde euch ein bisschen zum Verhängnis, kann man schon wirklich sagen. Oh, aber ich glaube, wir haben oder? Oh, das ist jetzt bitter. Haben wir da den Chat oder was? Ja, wir haben den Chat. Komplett. Ja. Big Spin, dein Fazit zum Spiel? Ja, krasse Angelegenheit. Also ich habe Lunari und Mickey vorher den Tipp gegeben, könntet über nachdenken, zwei Elixier zu nehmen, weil sie halt, ne, ich habe es ja dann gesagt, entsprechend keine richtigen Zauber gegen die großen Einheiten haben. Wir haben auch gesehen, es hat super funktioniert am Anfang, aber dann leider etwas zu aggressiv, ist auch immer das Risiko bei Elixiergolem, wenn du dann zu aggressiv reingehst, wenn die Gegner wissen, wie man uns gut verteidigt und der Bomber war halt dann der Key, dann kann das sich noch drehen. Und ich bin überrascht, ich hätte es nicht gedacht, ich dachte auch am Anfang easy Matchup für die beiden, aber haben Morten und Flobby einfach sehr stark gespielt. Jonas, was sagst du? Zum Spiel, gerade. Ach, zum Spiel gerade, ja, ach so. Ja, schade. Ne? Also, wir hatten halt gehofft, muss ich schon ehrlich sein. Ja, alle sind für Mickey und Lunari. Ja, also wir hatten am Anfang gehofft, aber ich muss sagen, insgesamt ist es dann auch irgendwie geil, wenn natürlich am Ende dann so geil gecycelt wird. Ja. Ich glaube, die Aktion auf den King Tower war halt ein bisschen überhastet teilweise. Einfach, ja. Hätte einfach ein großer Push nach hinten kommen müssen, mit Mutter-Ex oder so hätte man arbeiten können. Aber ja, starkes Spiel von beiden. Ja. Wir haben vielleicht einen nicht so erfreulichen Namen. Ich wollte es gerade sagen, ich habe es gerade auch im Ohr gehabt. Uiuiui. Spiel 7. Da geht es jetzt weiter. Das Spiel heißt Blindfold. Und dort antreten werden Morten und Flobby gegen Mickey und Lunari. Okay, hast du, okay. Gut, dass du die Nachricht überbringen musstest. Ich wollte das jetzt nicht. Gute Nachricht. Was ist da jetzt los? Es ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr bekommt die Augen verbunden. Geil. Blindfold. Mhm. Allerdings. Ach, wir alle vier? Nein, nur einer. Alle vier. Soll das funktionieren? Das wäre geil. Einer bekommt die Augen verbunden. Aber was haltet ihr davon? Wir beide kriegen keine Augen verbunden. So. Das ist, also eigentlich, wir hatten ja noch ein Handicap vorbereitet. Ja. Dazu sind wir noch gar nicht gekommen. Was wäre denn das geplante Handicap? Das geplante Handicap wäre, dass einer von den beiden die Augen verbunden bekommt und der andere muss die schalldichten Kopfhörer aufsetzen, sodass sie sich nicht... Ja, aber die müssen sich ja nicht absprechen. Ja, aber du bist ja blind. Ach so, der eine spielt blind ohne Absprachen. Ja, okay, blind ohne Absprachen geht vielleicht. Okay. Blind ohne Absprachen ist schon. Kann ich vielleicht so einen kleinen Assistent haben, der dann dem Verbundenen so ein bisschen das iPad wegzieht? Ist das verrückt? Oder? Da muss man hier fragen, vielleicht hilft dir da jemand. Ich weiß es nicht. Nein, alles gut, wir kriegen das. Oder wir dürfen beide sehen, das wäre ja auch okay. Nein, wir machen das. Mickey ist siegesicher. Okay, Mickey. Wie setzt man denn eigentlich, wenn man blind ist und nichts hört? Ja gar nicht. Okay, also Mickey, ne? Der Mann macht mich fertig, wirklich. Der macht mich wirklich fertig. So. Es wirkt so, als wenn sie gar nicht mit verbundenen Augen spielen würden. Ja. Ach, aber sie können sich verteidigen, weil sie wissen, können nicht spielen. Oh, Elite-Barbaren sind dran. Das ist das 1-0 für Mickey. Aber jetzt die Frage, wie er verteidigen kann. Holzfäller und Baby Dragon machen natürlich auch einen Kratzer. Oder vielleicht direkt auf die 3. Die Elite-Barbaren sind am King Tower. Ist es vielleicht das schnellste Game vom Abend? Oh Gott, noch ein Hit. Nein, der Devotsauber daneben gesetzt. Oh mein Gott, er defendet noch. Mickey, oh Gott, guck, nein. Oh, nein. Oh nein, nein, bitte was nicht. Was passiert hier? Bitte nicht. Nein, er setzt den Klonzauber. Er will den Klonzauber setzen. Die Piglets. Die Piglets. Die Piglets, komm Piglets. Rein. Komm schon. Oh mein Gott, Mickey. Let's Mickey. Go. Let's go. Mickey. Wo ist das denn? Was haben wir denn drauf? Das ist so gut. Ach, Digga. Ey, es ist so verdient. Ja, Mann. Parade und blind. Ja, Mann. Parade und blind spielen. Das hättest du ganz ja, Mann, Junge. Es ist insane. Es war so gut. Ja, eigentlich ein super Abend hier. Habt ihr es geschafft? Nein, kannst du mir den besten Clash Royale Spieler der Welt gegenüberstellen? Da gewinne ich sogar blind. Ihr habt's gewonnen. Unser Plan war einfach, euch so schnell zu überrennen, dass ihr gar keine Zeit zum Absprechen habt. Hat einfach, wollte eine Karte setzen, hat einfach die App geschlossen. Nein. Letzten 30 Sekunden ohne App spielen war schwierig. Mickey dann einfach... musste ich ihm sagen, wo ist Clash Royale. Er hat die App nicht gefunden. Oh Gott, nein. Scheiße. Und Mickey ist einfach unten durchgetippt. Ich habe Stopp gesagt. Da habe ich gesagt, vorne links.
Ja. Und er hat nicht geswiped, sondern nur getippt. Ja, das war besser. Tippen ist das besser. Morgen hat geswiped. Das war so oben links einfach. Ja. Daran habe ich auch nicht gedacht. Ich meine, der Rage war auch irgendwo. Der Rage war komplett. Wo war der Rage? Kann ich das einmal sehen, wo der Rage war? Der war komplett los. Unten in der Ecke. Also, ich glaube, wenn du das einmal sehen, ich würde gerne den Rage sehen einmal. Wenn du, also die Wiederholung jetzt gleich, die werden. Brauchen die Wiederholung, ja. Ja, das wird unbedingt. So ein schnelles Spiel. Das war halt genau der Plan. Einfach mit E-Bubs und auch irgendwas, was du halt nicht zielen musst. Ja. Okay, da sehen wir jetzt. Du hast links. Da kommt die Wiederbahn. Rechte Turm fällt direkt. Ja, das war ja scheißegal. Ja? Ja, genau. So, jetzt hast du noch Bets gesetzt und jetzt ist Morten aus der App jetzt, raus. Pass auf. Da kommt der Rage. Ja, der war wichtig. Wo war der Rage? Unten rechts. Ich war ein Jahr aus der App. Der war komplett raus. Ich hätte doch easy gewonnen. Ja, du hast der Dame und hast schon fast die Hättest du irgendeinen Trupp in der Dame gesetzt? Egal, ich habe 3-4 Elixier geleakt. Ich habe den Rage nicht mal gesehen. War der so weit weg? Der war komplett auf. Der Viertel vom Rage war noch. Ja, der war nur so am Ende im Bildschirm, okay, so ganz am Eck einfach. Weil ich habe gesagt, vorne hin und dann hast du so ganz ins Eck. Wir hätten Mickey gleich die Augenbinde geben sollen. Dann hättest du der Abend hier ganz anders ausgegangen. Einfach Maschine. Einfach clean. Aber Kitty hat 2 Augen auf, ne? Das eine Auge bei Mick, das ist zu. Das stimmt. Ob das jetzt hier ein Vorteil ist, werden wir gleich sehen. Also Big Spin gibt hier wirklich glorreiche Tipps. Okay. Also wir sehen wieder Lava-Klon. Guck mal, da. Oh. Schöne Skelette. Also die Skelette mir ist wichtig gegen die Elite-Barbaren. Muss überlegen, blind hat er die perfekt in zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Wahnsinn. Es ist natürlich trotzdem Damage, aber der rechte Turm, guck ihn dir an. Aber wobei, der linke fällt auch. Okay, das hätte ich nicht mehr gedacht. Das waren nur ein paar Skelette, ne? Aber eine Minion-Horde ist natürlich brutal. Aber wir sehen wirklich so ein komplettes Spam-Deck bei Mick. Elite, Barbaren, Skelett-Armee, Minion-Horde und dann den Wutzauber drauf und einfach durch. Genau. Das ist schon krass. Schön, der connected. Und das, wenn er nichts hat, ist auch der Turm. Rechter Turm fällt da durch. Guck mal, links auch. Pfeile nicht ganz getroffen. Schade. Das schmerzt. Und das ist fast der Turm. Also die Pfeile gefällt und dann ist es fast der Turm. Da darf man aber auch wirklich nicht böse sein, ne? Ja. Okay. Ist der nächste Turm. Ja, Kitty geht 2-1 in Führung. Kitty? Das ist erstmal ziemlich solide. 3 Musketiere. Oh Gott, hör mir auf. Und zwar. Und jetzt sind es nur noch 2. Die 2 Musketiere, man kennt sie. So. Aber natürlich. Noch ist alles drin, muss man einfach sagen. Ja. Muss überlegen, das sind ein guter Elite, also 2 gute Elite-Barbaren nach vorne und das Spiel ist gedreht. Ich predikte die Skami. Skami? Ha! Boah, ich bin's aber auch einfach. Aber da, let's go. Okay. Alles trotzdem Damage. Man muss natürlich aufpassen, weil auch ein Mick kann da trotzdem einfach durchlaufen wieder mit Elite Barbani Rush. Das ist der halbe King Tower. 2 Musketiere, also das ist sehr, sehr krass. Ich sag dir, das kann sich so schnell drehen. Ich würde wirklich noch gar keiner hat hier noch bis jetzt einen Vorteil. Ja. Okay, sie tun ein bisschen Elixier liegen, jetzt kommt der. Ich finde super, dass Mick seinen Mund so ein bisschen auf hat und dann dieses kaputte Auge dazu. Das sieht Wahnsinn aus. Ist toll, oder? Ja. Okay, Baby Dragon. Ich glaube, das hat er erwartet, wie ihm gesagt wurde, er gewinnt und darf nach Berlin fahren, dass er dann so endet. Oh Gott. Minion Horde wieder pro Wutzauber. Aber wenn es gut läuft, ist der Holzfäller down. Nee, ist er nicht. Der Holzfäller kommt auch, der connected auch. Es reicht noch nicht. Und jetzt wieder die Musketiere. Musketiere stark. Ey, das darf man wirklich hinten nicht unterschätzen jetzt. Und vor allem, sie sind wirklich schön geplaced. Ja. Ganz hinten. Musste erstmal hinbekommen, blind. Jetzt ist die Frage, Mick muss durchkommen. Also Mick muss die 3 Kronen holen, anders geht's nicht. Oh, schlechter Holzfäller. Der ist direkt Geschichte. Elite-Babs. Und die sind gut, die sind stark. Defensiver bzw. offensiver Lava und je nachdem, wie man möchte. Ein E-Bab ist dran, aber das reicht nicht. Oh 10 Sekunden, Gott. Ich glaube, das ist durch. Ich glaube, das ist durch. Meinst du, die Skelette oben? Ja, ist egal. Sind dann halt 3 Kronen anstatt 2. Krass. Also Kitty gewinnt hier mit 2 Kronen. Ja. GG. Ja. Sehr stark. Ich weiß ja gar nicht, wie es steht. Nix Spin. Ja, Junge. Ich sag dir, wie es ist. Ist schwierig. Ist echt schwierig, Alter. Ihr könnt jetzt aber gegen Morten und Flobby um Platz 3 spielen. Das ist doch super, oder? Ja, richtig geil. Ich spiele gegen uns im Spiel um Platz 3 gleich. Wir sind im Finale. Der Hardcore eigentlich schon gut. Das war gerade das Halbfinale. Komm erstmal her, Big Spin. Komm, wir erklären dir das Ganze. Wir kommen gar nicht drauf klar. Komm euch drauf klar. Ihr habt doch gar nichts gewonnen. Kommt jetzt mal alle wieder her. Jetzt hat hier noch gar keiner was gewonnen heute. Kommt erst mal her. Das war das Halbfinale. Ganz entspannt. Das war jetzt das Halbfinale. Guck mal, Big Spin, du weißt ja, wir haben ja 8 Spiele. Ja? Dann ist bekanntlicherweise das 7. das Halbfinale. Und da haben halt Mickey und Lunari sich durchgesetzt. Das heißt... Oh, bekanntlicherweise. War mir nicht bekannt. Es geht um den Tagessieg, nicht den Gesamtsieg. Ja, aber... Mickey und Lunari stehen somit jetzt im Finale. Doch.
Und so ein Ding ist das. Müssen jetzt, oder was heißt müssen, sie dürfen gegen Jonas und Kitty antreten. Richtig, das heißt, richtig. Frauenpower hat sich durchgesetzt. Ja. Du leider nicht, Big Spin. Ich finde, hat sich leider nicht durchgesetzt. Ah, da sind ein paar Bilder. Ja, guckt euch das nochmal an, Wahnsinn. Aber wir sind ja doch nicht Vierter, wenn wir verlieren, oder? Ja, ihr seid der Letzte. Schwierig, du lachst dich hier scheckig, Mann. Mit einem Spiel gewonnen, was ist denn das? Ja, aber das ist entscheidend. Ja, moin Meister, das Entscheidende. So, ich erkläre jetzt mal das letzte Spiel. Das heißt Your Draft. Und da ist die Sache, dass man quasi vier Karten vom Gegner quasi wählen kann. Die anderen Karten wählt ihr selbst. Und eine gute Sache, oder? Eine gute Sache, ach, ja. Scheiße. Dann schauen wir rein. Big Spin. Good luck, have fun mit folgenden Karten. Ja. Wutzauber. Ja. Wutzauber. Lohnzauber. Dann lass sie erstmal auswählen, genau. Ja. Warte mal, warte kurz. Den Zauber haben wir heute schon gesehen, der war ganz gut, ne? Mhm. Achso, ist noch mal im Deck. Ja, weiter. Frostzauber. Uff, ja, weiß ich jetzt nicht. Gucken, ob der spielt. Ja. Elixierpumpe. Aua. Ja. Eisgeist. Eieiei. Ja. Eisgeist. Eigeist. Damit. Das ist ganz böse. Ich hab jetzt nochmal. Die dürfen 6 auswählen und nicht nur 4. Sechs deswegen, wir haben nur noch 2 Karten jetzt offen. Ja. Könnt ihr gerne auch 4 Karten jetzt abgeben? Barbarenhütte. Sehr gut. Ja. Spiegel. Warte ganz kurz. Ich hätte das für Barbarenhütte geben wollen. Ja. Big Spin hat mal wieder no Signal. Ja. Und ich bin das mal sieht gespannt. Das ganz spannend. Also was glaubst du, was sie für Karten genommen haben? Die haben ja nur 2 Karten. Frage, also 2 Karten, sie müssen ja irgendeine Win-Condition drin haben. Sonst und die Pumpe, vielleicht auch nehmen sie 3 so Musketiere stimmt. Mit Klon. Mit also das wäre vielleicht 3 Musketiere und Rambock oder sowas, um wirklich permanent Druck zu machen, weil du cycles ja auch häufig schnell durch mit den beiden Spirits. Das wäre vielleicht so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Das ist eine gute Idee, ja. Ich sehe schon, das wäre deine Challenge gewesen. Ja klar, da blühe ich auf. Da blühst du auf. Und da kommt der wichtige Eisgeist, da ist er schon mal. Die glorreiche Barbarenhütte. Das ist das Wichtigste hier. Doppelte Pumpe. Ja, und das ist einfach so unfassbar schlau. Sie nehmen hier den Erdbeben mit, aktivieren aber damit den King Tower. Sie wissen, sie haben die Pumpe. Der Erdbeben ist der krasseste Konter dagegen. Jedes Mal 3 Elixier plus, das ist insane. Oder 2 Elixier, ich bin mir gar nicht ganz sicher. So, 2-mal der Royal Ghost. Also wir sehen bei Morten und Flobby einen Hunter schon mal und einen Tesla. Meinst du, sie spielen jetzt nochmal die Pumpe? Oder meinst du, sie das lassen sie da gar keinen Sinn weg? Sie machen jedes Mal damit Elixier minus. Ich schwöre eine Karte raus. Na, okay, Hunter und Ballon bei Flobby. Ah, sie haben jetzt einen Ballon mit reingenommen. Ja, und jetzt kommt der Freeze. Dann wissen wir schon mal eine Karte, zwei, Hunter Freeze und Ballon wissen wir. Ey, wenn sie da jetzt einen Klon drauf spielen würden, dann ist das 1-0. Also das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Schlauer Pick. Du hast noch gesagt Ballon. Freeze so, ja, die wenn das Leben dir Zitronen gibt, ne, dann? Dann macht Zitronensaft daraus. Ah, perfekt. Ding ist das. Und sie haben jetzt hier, sie nehmen hier den Eiszauber und denken sich, gut, dann spielen wir Loon. Ja, kommt jetzt wieder die Pumpe. Erdbeben ist nämlich raus. Das war jetzt ein schlauer. Ne, ach ja, gut, also. Ja, wir haben ja 2. Entschuldigung. Die haben beide Erdbeben drin. Ja, ja. Sie ist jetzt erst. Doppelte Bestrafung. Ärgerlich. Hunter wieder gegen Royal Ghost. Ich glaube, jetzt hören sie wirklich auf, die Pumpe vielleicht zu spielen. Nee. So. Nee, die Pumpe mögen. Ich frage, ob sie wieder den nächsten haben. Weil sie müssen, ich glaube, 2 Elixier. Ja, Poison drauf ist. Die Pumpe bringt gar nichts. Pumpe ist nichts. So gut. Aber was ist die letzte Karte bei Morten? Das ist auch wichtig. Stimmt, wir wissen noch nicht, was so seine Win-Condition ist. Meinst du auch Loon? Boah, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Da kommt der Loon. Rage. Bahnhütte in dem Fall eigentlich erstmal ganz gut. Klonzauber, doppelte Man kennt Barbarenhütte. Die Bahnhütte. Das ist halt das Ding, sie geben die Barbarenhütte an Big Spin und Mick und spielen Ballon. Das ist ja ein extrem tanky Gebäude. Aber wenn sie mit dem Loon nicht mehr durchkommen, wird es halt auch kritisch. 764 HP und sie können jedes Mal auch noch guten Damage mit dem Erdbeben machen. Da kommt der Loon, jetzt aufpassen. Ja. Rage. Oh, Dragon war klar, aber wird der Freeze. Das ist der Turm, oder? Brauchen sie gar nicht. Ey, das ist ja insane. Das ist ja wirklich insane. 20 aber Sekunden. Auch der Turm, da ist Poison drauf. Auch bei Morten Flobby leidet stark darunter. Also nur noch 15 die Erdbeben da durchcyceln. Cycle die Erdbeben durch. Oh, das ist insane. Es ist unfassbar. Reicht der Poison? 21. Ein Spell. Gott. Sie müssen noch mehr spielen für den Turm. Den das wird teuer. Das wird aber teuer. Guck mal, die Pumpen, Mann. Jetzt können sie die Pumpen spielen, weil sie ja quasi die Erdbeben rechts brauchen. Das mein wirklich, Gott, 5-Head-Move. Das ist wirklich gut gemacht tatsächlich. Somit konnten sie es ein bisschen so outcyceln.
Loon geklont. Aber jetzt mit einem Loon geklont, der kommt nicht dran. Nur die beiden Bomben. Guck dir an, wie viel Damage die Zauber machen. Es ist so, ihr wisst, der hier jetzt verliert, ist heute quasi der Letzte. Ja, das ist in, also da, das es geht gerade um Platz 3 und Platz 4. Das Platz ist vier. Heftig. Das will keiner natürlich sicher damit brüsten, ne? Okay, aber wir haben schon den einen oder anderen Loon gesehen. Reese. Oh, wieder der Klon. Schön. Ey, das ist insane. Sie kriegen es gut verteidigt. Kriegen es, ja. Machen sie jetzt wirklich stark. Das Ding ist, sie können ja theoretisch 4 Erdbeben Zauber auf einmal bringen, wenn sie ihn spiegeln. Und das ist unfassbar viel Damage. Machen sie jetzt, glaube ich. Ah, nee, noch nicht. Ja, sie können halt nicht alles direkt rausspielen. Das wäre ein bisschen zu risky. Das heißt, sie müssen jetzt einen Turm halt so low bekommen, dass sie dann 4 Erdbeben Zauber auf einmal bringen können. Aber lieber defensiv etwas besser stehen, weil sie ja eigentlich wirklich ein gutes Deck haben. Also man merkt, dass dieses Handicap... Pass auf. Erst dran. Doppelter Freeze. Oh Gott. Der Loon kriegt den Hit. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Oh mein Gott. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Es ist so spannend. Ich hab's noch gesagt. Der Loon, der kann immer mal wieder durchkommen. Und dann hast du den doppelten Freeze. Komm zurück zu uns. Oh, das ist belastend. Ich konnte nichts machen, Digga. Ich hatte die letzte Warfahrt nicht. Was hattest du? Ich hatte die letzte Warfahrt nicht. Ganz tief gefallen. Ja, komm, ich gebe dir die Hand. Fühlst du die Leere in meiner Hand? Weißt du, wie kalt die ist, Alter? Ich bin einfach ein toter Mensch hier nach, Mann. Ich bin dead inside. Es ist Ja, Mann, ich bin... Ja. Das ist für mich gerade... Das ist sprachlos. Ich fühle einfach eine massive innere Leere. Ja. Ich weiß nicht, die wurden irgendwie betrogen gerade da vor die Runde. Dann kommt der geklonte Loon an der Barbad vorbei. Und dann ist für mich einfach schon wieder alles aus. Ich habe gesagt, sie werden Loon spielen. Ich wollte sagen Rocket oder Nado. Ich habe gedacht, okay, komm, wir nehmen den Ghost rein. Ja, was soll ich sagen? Wir sehen es jetzt hier nochmal. Das war der erste Turm. Das war schon sehr, sehr strong. Und dann war es ja nochmal wirklich knapp hier mit den... es war auch clever bei den Pumpen, muss man sagen. Dass ihr dann beide Pumpen links gespielt habt, weil ihr wusstet, sie müssen die Erdbeben rechts spielen. Das war auch sehr, sehr strong gemacht. Und da sehen wir den letzten Feuerball. Ich finde es klasse, dass ihr den Ballon genommen habt, weil bekanntlicherweise der Ballon ist... Ich hasse sie. Ja. Ich hasse sie komplett. Ich hasse sie jetzt sogar noch mehr. Ihr könnt uns theoretisch auch verschiedene geben. Ihr möchtet. Ihr dürft mir verschiedene, egal. Ja. Mach einfach. Okay. Könnt für jeden quasi... Okay, dann mach du als Erster. Okay, also Spiegelpumpe. Pumpe? Für wen Spiegelpumpe jetzt? Schon mal, ja. Spiegelpumpe. Ja. Beide? Ja. Beide oder nur? Ja, beide schon mal Spiegelpumpe, würde ich sagen. Beide schon mal Spiegelpumpe. Wichtige Karten. Und dann für Mickey würde ich sagen... Was hatten wir gesagt? Also nur für Mickey jetzt, so wie ich es verstanden habe? Ja. Warte. Spiegelpumpe für beide. Das für beide. Genau, aber jetzt kommt was für dich. Und Eisgeist und Heelgeist. Eisgeist und Heelgeist für dich, Mickey. Okay. Genau, und kannst du die anderen beiden? Sag du jetzt fehlen noch zwei bei Lunaree. Ja. Ich hätte das Double hier gemacht. Jetzt du? Dann für Lunaree noch den Ice Spirit und die Skelette. Hast du es gehört? Mhm. Super. Für beide? Barbarenhütte für beide. Das ist gut. Barbarenhütte. Gut. Ice Spirit, Heal Spirit. Skelette, Ice Spirit, Heal Spirit. Mhm. Auch für beide? Auch für beide. Okay, das ist ja entspannt. Okay. Also, wir brauchen den Clou. Habt ihr alles mitbekommen, Jonas? Ja. Eisgeist, Heelgeist. Ihr könnt jetzt noch die restlichen 4 Karten dürft ihr frei entscheiden und daraus euch ein Deck machen. Wir haben sowas wie Klon, ne? Da kann man sich was überlegen. Oh. Was gibt's noch? GG, Bro. Bahnhütte. Das ist ein guter... Ja, die sehen wir dann gleich wieder. Ja, die sehen wir auf jeden Fall. Pumpe. Sie haben... Nee, Pumpe, die bei beiden Seiten, ne? Ja. Wir gehen rein. Wir gehen schon rein. Da sind wir. Super. Jetzt sind wir natürlich, wir wissen nicht, welche Karten sie jetzt sich noch genommen haben. Also die 4 Karten sind für uns jetzt noch Schleier. Barbarenhütte. Ja, die wussten wir. Die zum aber Erdbeben ist gut gegen die Barbaren. Okay, erste Karte raus. Wir wissen, dass es ein Erdbeben ist. Und Flugmaschine ist auch eine Karte. Flugmaschine ist am Start. Feuerball gut gegen die Flugmaschine. Das sieht erstmal gut aus für Lunaree und Mickey. Da haben sie erstmal gute Antworten. Oh, die Piglets. Piglets, jetzt fehlt der Feuerball. Guck mal, ein Drill. Defensive Pumpe. Oh, Feuerball ist solide. Aber Drill ist interessant. Jetzt kommt der Heal Spirit noch drauf und Drill ist auch dran. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht unglaublich gut aus. 1:0. Ich spiele ja aktuell auch noch Drill, muss ich dir ja sagen. Ne? Ich bin ja noch nicht gewechselt. Ja, also Altimeter, ja. Drill ist nicht so das Wahre. Aber wir sehen hier Drill stark, ne? Ja, es hat gereicht. Bei mir funktioniert es auch noch. Bei mir funktioniert es komischerweise auch noch. Ist meistens bei den schlechten Spielern so. Das wollen wir jetzt hier nicht haben. Okay. Barbarenhütte nach hinten. Ja, defensiv. Oder eigentlich nicht defensiv, weil es wären sie eher vorne besser. Gleich die zweite Barbarenhütte.
Ja. Ist denn Feuerball wichtig auf die Barbarenhütte? Ah, ist halt schwierig. Sie haben natürlich einen Erdbeben, der wäre grundsätzlich erstmal besser. Vor allem brauchen sie halt den Feuerball gegen Flugmaschine und Piglets. Das stimmt, weil wir das einfach stimmt. Ein sehr solides Feuerball-Bait-Deck sehen bei Jonas. Das ist ein sehr guter Punkt. Und jetzt wieder der nächste Push. Verspiegelte Skelette, auch interessant. Oh, cool. Pumpe nach hinten. Jetzt die Hexenmutter. Die Hexenmutter. Pumpe wird erstmal hier rausgenommen hinten, wenn du es hier gesehen hast. Na, es ist halt immer Elixier Plus für denjenigen, der den Erdbeben drauf spielt. Das darf man nicht vergessen. Feuerball kann man bringen. Pegel oh, jetzt. In den Knick. Da gehen aber nur zwei an den Tower. Ich könnte mir vorstellen, dass sie... Hatten sie einen Wutzauber direkt schon drin? Ich glaube... Aber guck mal, der macht schon mal ein bisschen... Robert Fass. Skelette, Defensive. Edrache aber natürlich auch sehr solide. Ja. Muss man einfach sagen. Und der Elite-Barbar kriegt bisher nicht viel Hit Damage und sie haben nur noch 50 Sekunden. Also Kitty und Jonas könnten das eventuell wirklich sehr solide runterspielen. Feuerball gegen die Hexenmutter ist immer gut. Kann man nichts falsch machen. Und wieder die nächste Hütte. Erdbeben drauf. Sie kriegen sogar noch ein bisschen von der Barbaren auf die Barbaren Schaden. So, jetzt die Hexe. Heute also sind Hexe halt noch, gespielt, ne? Es sind noch zwei Karten offen bei Mickey und er hat nur noch 30 Sekunden. Hexe ich weiß nicht, was er so noch hat. Ja, das stimmt. Er hat bisher nur die E-Barbs gespielt, ne? Wobei den Erdbeben auch, ne? Da sind jetzt alle Karten offen, jetzt sehen wir alle. Ja. 1400 nee, da fehlt 15 noch eine Sekunden, das wird, glaube ich, nichts. Der ewige Zweite scheint bestätigt zu sein. Rage, kann der irgendwie noch? Nee. Macht da komplett dicht die doppelte Barbarenhütte. Stark, sehr stark. Huiuiuiui. Da kommen sogar noch ein paar Schweinchen durch. Das ist insane. Sehr stark, sehr, sehr stark. Also es war ein, ich nenne es mal langweiliges Finale oder finales Spiel. Aber Kitty und Jonas, Glückwunsch erstmal zum Tagessieg. Kommt gerne zu uns. Ich muss sagen, also dass wir halt genau, also wir haben ja gesagt, wir wollen ein Game gewinnen. Ja. Also erstmal haben wir das geschafft. Schon mal Punkt 1. Und zweitens haben wir halt dann genau das entscheidende Game gewonnen. Ja. Und das war halt, wir haben uns halt die Kräfte genau bis zum richtigen Punkt aufgespart. Man muss halt auch ein bisschen muss selbst machen, ne? Taktisch rangehen. Und okay. Im Endeffekt ist es wichtig, für Flobby, Morten, Big Spin und Mick hat es gereicht. Das ist, also hier wird wieder wild geschossen. Eine Superkrone für Titi. Zack. Oh. Der Herzen. Da muss man auch einfach mal klappen. Jetzt mal wieder auf, dann hört man dich. Das sieht doch super aus. Wahnsinn. Sehr, sehr stark. Also habt ihr verdient gewonnen heute. Ja, klar. Sehr stark. Also der Gesamtsieg geht hier wirklich an Morten und Flobby. Großes Glückwunsch von uns auf jeden Fall. Habt ihr verdient gemacht. Großen Respekt an eure Community. Wirklich sehr, sehr geil. Super Event. Ich glaube, es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten wirklich sehr spannende Spiele dabei. Danke an die an das gesamte Team, was da ist, an jeden einzelnen Streamer, der dabei ist. Und es hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, hier Big Spin, Flobby, Morten und auch Mick solche Clash Royale Pros zu zeigen, wie man auf den zweiten kommt und die auf den dritten und vierten Tagessieg. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Hau rein. War cool. Danke fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.